Das sind die Top 10 der besten Roblox-Spiele. Wenn ihr nicht diese coolen Videos verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Mirkan, ich sehe dich doch da als Huhn. Was machst du denn da? Nee, eine Katze bist du nicht. Hallo. Ja, siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Oh Mann, ich Leute, denn heute spielen wir nämlich Verstecken, aber wir müssen uns als etwas verkleiden, indem wir etwas hinzeichnen, Leute. Zum Beispiel kann ich jetzt hier irgendwie so ein pinker Baum werden oder so. Guck mal, so einmal. Und dann muss ich das einmal ganz kurz ausfüllen hier. So, indem ich das hier einmal so voll male, Leute. Zack, 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 zack. Und das gleiche dann auch nochmal hier mit dem ganzen braunen Ding. Und dann ist man zum Beispiel einfach ein Baum, Leute. So, guck mal hier, zack. Und schon sind wir ein ganz, ganz dünner Baum. Wo bist du, Leon? Ja, ja, ja. Und so müssen wir uns heute verstecken, Leute. Deswegen, Mirkan, ich würde sagen, du musst jetzt etwas zeichnen. Und ich gucke jetzt weg. Okay. Und ich muss dann probieren, dich auf dieser Karte zu finden. Du hast jetzt 2 Minuten Zeit. Ja, okay. Und ich würde sagen, los geht's. Alles klar, Mirkan. Die 2 Minuten sind um. Und jetzt muss ich probieren, dich hier irgendwie zu finden. Aber ich glaube, das Ganze wird nicht so einfach werden. Vielleicht hast du dich direkt hier versteckt. Das wäre jetzt echt was Krasses, wenn du dich hier direkt in... Im Leuchtturm? Dem Leuchtturm. Okay, man kann nicht reingehen. Aber vielleicht hier außen irgendwie am Strand oder so, Leute. Hm. Oh, du bist warm? Ja, ich bin warm. Ist das so? Ja. Ja, wo könntest du denn sein? Okay, warte mal. Hier ist auf jeden Fall am Strand ist noch nichts los. Also der Strand ist auf jeden Fall schon mal... abgesucht, Leute. Also auf jeden Fall mehr oder weniger. Heiß? Heiß? Am Strand heiß? Nein, ich habe gerade nur Spaß gemacht. Hey. Aber du bist also... Ah, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Also Strand... Was? Aha. Jetzt sehe ich dich wieder. Das heißt, du bist bestimmt auf dem... Ah, du bist bestimmt hier auf dem Rad drauf, Leute. Okay, gucken wir mal ganz kurz, Mücke, die vielleicht irgendwo auf dem Rad drauf ist. Ja, so. Drehen wir mal hier eine Runde. Ich guck mal hier in jedes Ding da rein. So, warte mal. Ich muss hier, glaube ich... Oh Gott. Du hast ja gar kein Ticket geholt. Nee, hab ich auch nicht. Ich komme nicht mehr raus. Oh oh. Hilfe. Oh oh. Oh Gott. Okay, jetzt aber. So. Okay, ich stehe hier außen drauf. Also drin war es auf jeden Fall schon mal nicht. Gucken wir mal hier oben auf den Turm, Leute. Vielleicht ist er auf dem Turm hier oben drauf. Hm, das wäre ja was. So, ich guck mal hier oben. Auf welchem aber, Turm? Ja, hier ist so ein Turm. Neben dem Haus. Aber hier bist du. Bist du das hier? Nee, okay, das gehört dazu. Gucken wir mal weiter, Leute, und schauen mal, ob er hier irgendwo ist. So, hier haben wir ein leeres Haus. Oh, was für ein schöner, sonniger Tag heute ist, ne? Wieso bist du auf dem... Bist du hier draußen? Nein, aber du warst ganz knapp bei mir. Wie, ich war ganz knapp bei dir? Ja, du warst ganz, ganz knapp. Dann ist er vielleicht doch auf dem Turm oder so, Leute. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Bist du hier... Oh mein Gott. Bist du hier so ein Picknick? Bist du hier das Ding? Das Sandwich? Ja, setz dich hin. Das Sandwich habe ich für dich gemacht. Oh mein Gott, ey, ich glaub's doch nicht. Bist du die Pflanze, oder? Nee. Doch, das bist du. Ja, das bist du. Ey, unglaublich, Leute. Krass. Er ist einfach die Pflanze, ich glaub's ja nicht, ey, das ist ja richtig verrückt, ey, okay. Jetzt bin ich dran, Leute, mit etwas malen. Also, du musst weggucken, ich fange jetzt mal an zu malen, Leute, und ich muss ja erst überlegen, was könnte man sich hier am besten verkleiden. Und ich habe auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Also, jetzt seht ihr nämlich schön einmal das hier gemacht, Leute, so, ganz wichtig, dann kommt das einmal hin, dann kommt, oh warte, dann kommt das noch einmal hin. Also ich glaube, ich würde ganz gut hier reinpassen, Leute, für das, was ich jetzt gerade male. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant aussehen. So, okay, dann kommt hier einmal, ich würde sagen, wir nehmen mal die Farbe hier. Kommt das einmal so hier, so. Und dann, zack, so, Leute, okay. Und dann kommt, muss ich einmal ganz kurz alles hier anmalen, so. Ey, das sagt, du wirst sehen, du wirst hier keine Chance gegen mich haben, ne? Das wird hier echt... Ich finde dich in einer Minute, sage ich. Niemals, niemals. Okay, dann kommt hier jetzt einmal. Das muss noch ein bisschen dünner jetzt, Leute. So, mal gucken, ob du es erkennen wirst. Okay. Und dann müssen wir noch einmal hier, glaube ich, ein bisschen so ein paar Sachen hinmalen. Zack, so, Leute. So, hier noch einmal. Zack. Mal gucken, ob ihr es gerade schon erkennt. So, ich mal jetzt auf jeden Fall hier mal ein bisschen weiter. Okay. Und dann wird das ganze Ding... Uiuiuiuiui. Okay, also, interessant auf jeden Fall, meine Konstruktion. Aber vielleicht könnt ihr es ja erkennen, Leute. Ich würde sagen, ich würde einmal mich... Sagst du, ich werde dich finden? So, ich stehe. Ja, du wirst mich nicht finden. Niemals. Ich werde dich nicht finden. Niemals wirst du mich finden. Okay, ich habe mich auch verkleidet. Ich komme jetzt nicht als MBK, sondern ich komme als Catman. Catman?
Was? Eine Catnap. Catnap, oha, Alter, okay. Ja. Also ich stehe auf jeden Fall bereit. Okay, ich laufe auch schon durch die Gegend. Oh. Okay, jetzt mal hier zum Spielplatz. Okay. Aber es ist alles... Ja, hier ist noch ganz kalt beim Spielplatz. Es ist ganz, ganz... auf den Spielplatz. Es ist ganz, ganz kalt. Eine Runde Wippen. Was? Das ist eine Schau... Das ist eine Wippe? Da war eine Wippe, ja, ja. Oh mein Gott, ich hab dich. Was? Wie? Hast du dich als Sandwich gemalt? Denkst du? Oh, hab ich aber nicht. So, ich geh mal hier ins Haus. Ey, Leute, er sieht mich einfach nicht. Das ist voll krass. Ich bin einfach als Panzer versteckt. Ey, Mücke, du wirst mich niemals finden. Ich sag's dir, wie es ist. Ich denke, du bist irgendwas Grünes. Weil hier alles sowieso grün ist. Ja, könnte vielleicht sein, dass... Oder du bist out of... Bist du gerade von der Map gesprungen, oder was? Ich bin nicht mehr Catnap. Oh mein Gott. Ja. Das Ding ist, mein Ding kann sich bewegen. Das heißt, ich bewege mich gerade. Wie? Und ich kann eine Sache sagen. Ich war beim Spielplatz. Wie? Du kannst dich bewegen? Ja, das Ding kann fahren. Mein Ding kann fahren. Bist du ein Auto? So ähnlich. Warte, du warst beim Spielplatz, also bist du bestimmt noch safe in der Nähe. Also, hier wird er mich niemals finden, glaube ich. Bist du hier irgendwo? Ich sehe dich nicht. Hä? Das Ding ist, ich habe gesehen von ganz weitem, wie sich das bewegt hat, aber es ist weg. Ich weiß nicht, wovon du redest. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Ey! Ja! Wow! Nein, ey! Ich war neben dir, du fährst abschießen! Weg. Ey! Ey, was schießt du? Oh. Alter. Jawohl. Ja, ich war ein Panzer, ne? Kannst mal sehen. Guck dir das mal an hier. Ey, wie gut der gezeichnet ist. Gut, oder? Einen kleinen Panzer hingemalt. Ich hab dich gar nicht... Du hast dich so angepasst auf dem Spielplatz. Krass. Ja, okay. Jetzt bist du wieder dran. Dann musst du auf jeden Fall dich einfach verstecken. Ja. Ich stehe jetzt nämlich gerade 1-1, Mirkan. Wenn ich dich jetzt echt finde, hab ich gewonnen. Alles klar. Alles muss versteckt sein jetzt. Und jetzt bin ich gespannt, wo du sein könntest. Also hier... Beim Leuchtturm bist du schon mal nicht, okay? Da bin ich nicht, mein Lieber. Könntest du denn, vielleicht bist du auf dem Riesenrad jetzt so drauf? Also ist auf jeden Fall echt... Oh mein Gott, du wirst mich niemals finden. Ich werde dich niemals finden, sagst du. Nee. Niemals, niemals, niemals. Ja, das... Nee, niemals. Also Picknick bist du auf jeden Fall auch schon mal nicht, Leute. Dann haben wir hier... ich dachte vielleicht jetzt ein Bett oder so sein können. Du bist auf jeden Fall kein Bett. Okay, dann weiter geht's jetzt hier. Ich guck mal. Nee, ich bin kein Bett. Ich bin auch nicht in der Nähe vom Haus. Bist nicht in der Nähe vom Haus? Okay, dann... Nein, Quatsch. Das klingt aber ein bisschen sarkastisch. Ja, ich bin da oben auf dem Turm. Oh, gefunden. Ich war die gelbe Treppe. Warst du eben nicht. War ich auch nicht. Könnte man irgendwie aufs Haus drauf oder so? Ich guck mal, kann man da oben rauf? Nee. Bist du der Schornstein auf dem Haus? War das schon immer da? Stimmt, der ist neu. Vielleicht bist du hier irgendwo in so einer Rutsche. Alter, das ist ja auch krass, hier in so einer Rutsche, wenn sie verstecken, Leute. Aber ich glaube... Ich bin runtergerutscht. Ich hab's hier gesehen. Okay, also auf dem Spielplatz bist du auf jeden Fall... Oh, du bist die Holzbank? Gab's schon... Wir spielen Hide and Seek und nicht rutschen. Ja, ja, warte mal, die Holzbank war hier schon immer, ne? Ja, ich kann mich hochsetzen. Okay, kein Problem. Hä, wo könntest du denn sein? Guck mal, wenn es draußen dunkel wird, wo müsste man hin? Zum Leuchtturm? Nein. Nach Hause. Wenn du draußen spielen bist mit deinen Freunden, dann wird es dunkel, dann musst du nach Hause irgendwann, richtig. Hä, du bist hier am Haus, oder was? Ich bin am Haus. Also, na, was ich bin... Warte, ich checke alles ab. Hier ist, ich gucke gerade jetzt auf jeden Fall außen, ist nichts. Gefunden. Hä? Wie? Nein! Was? Was ist denn das? Bist du das, oder was? Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ding Dong. Ey, was? Hey, du bist die Klingel, oder was? Ich bin sogar... Ja! Ey, was? Leute, er ist so klein, ey, was? Oh, du hast mich gefunden. Ey, unglaublich, ich hab gewonnen. Kaspar, beeil dich. Wir müssen schnell auf Schwarz gehen. Oh, was? Damit wir hier versteckt bleiben, oder was? Genau, denn wir machen heute nämlich Suchen und Verstecken mit Farben. Was? Und wir haben jetzt die Farbe Schwarz und jetzt schnell Gelb? Jetzt
schnell auf die Farbe gelb gehen. Da unten, der kommt schon, der kommt schon. Alter, der wurde gerade gefunden, ich sehe es. Alter, die sucht gerade echt alle hier, ne? Aber wenn wir auf gelb sind oder allgemein auf der richtigen Farbe, dann kann die uns nämlich gar nicht holen. Oh, ach so, das heißt, die sieht uns immer nur für ein paar Sekunden dann? Ich bin gerade ganz schnell auf weiß gegangen, die habe ich halt fast gerade bekommen, ne? Direkt am Anfang. Da ist sie auch, die springt hier gerade rum und hüpft hier wirklich rum, die sucht hier gerade jeden, ne? Ey, die wird uns niemals finden, Kasper. Vor allem, weil ich dringend jetzt auf grün gehe. Und ich gehe jetzt auch ganz schnell auf grün, bevor sie kommt. Ey, du bist da richtig blöd zu ihr, dass sie kurz weggeht. Das ist richtig unfair für sie. Hat sie keine Chance, mich zu sehen hier, ne? Aber die läuft in deine Richtung jetzt. Oh nein! Blau! Ah, und sie ist runtergefallen. Die Arme. Oh mein Gott, wie schlecht ist die bitte? Da unten läuft sie. Ich sehe es jetzt gerade, ne? Meine Lieblingsfarbe, Kasper, die ist einfach mal rot. Rot? Und die kommt jetzt auch. Oh nee, es kommt weiß. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist gelb. Ich glaube, ich versuche jetzt mal zu dir rüber. Warte, guck mal, wie sie bei dir campt. Die campt bei dir. Tja, nicht mit mir, ne? Nicht mit mir. Die dachte kurz, sie hat mich. Ich komm zu dir. Bleib lieber da stehen, die ist ganz nah an dir, ne? Alter, was ist los mit der? Oh nein! Achtung, die ist direkt bei dir drauf, du musst direkt woanders hin. Oh nein, ich bleib hier. Oh, die wird auf jeden Fall jetzt nicht einen fangen, ne? Ich glaube, den da oben wird sie jetzt fangen. Wohin? Sag schnell! Schnell auf weiß, Kasper! Oh mein Gott, das war knapp! Alter, ich bin jetzt gerade auch noch auf weiß drauf, ne? Aber das wird sie doch niemals schaffen, ich könnte theoretisch auch mal pfeifen. Oh, ich höre dich pfeifen da hinten. Ich pfeife. Oh nein. Oh. Sie kommt. Ey, jetzt ist er direkt auf. Der ist direkt auf meine Farbe gegangen, der Typ. Jetzt nicht sein Ernst. Ich lock sie jetzt an. Guck mal hier drüben. Guck, ich bin gar nicht auf blau drauf. Oh. Oh mein Gott. Pass auf. Nein, die weiß genau jetzt, wo ich bin. Hilfe! Geh woanders hin! Hilfe, Kasper! Ich bin auf rot. Rot! Oh mein Gott, sie wusste es nicht. Und sie bleibt genau wieder da stehen. Die ist jetzt gerade echt schlau. Alter, die ist direkt bei mir! Die hat richtig clever gemacht gerade. Die ist weiß. Weiß. Oh, ich bin weiß, okay. Alter, die kriegt mich niemals. Obwohl, die steht schon wieder direkt neben mir, ne? Nur drei Leute leben, ne? Guck mal, ich kann hier. Alter, ich kann hier so hoch springen. Das hat die nicht gesehen. Das sieht die nicht. Das hat die nicht gesehen. Erst wenn wir eine andere Farbe berühren. Alter, die sieht das schon irgendwie, die ist perfekt. Oh nein! Oh Gott, die ist die ganze Zeit neben mir. Es sind noch 3 Sekunden, Kaspar. Alter, die hat keine Chance, ich sag's dir. Aber die weiß gefühlt, dass ich hier bin. Ich lenk sie ab. Okay. Komm rüber hier, Sucher. Komm doch. Oh Gott, hat sie das gesehen? Das hat sie gesehen. Weiß, das ist weiß. Okay, ich bin auf weiß. Ey, die ist auch so schlecht, ne? Die kriegt mich niemals, Kasper. Oh mein Gott, ich lock sie zu dir jetzt. Wow! Alter, die hat die jetzt gerade fast bekommen, ne? Oh mein Gott, ich weiß. Alter, das war nur einmal rot. Wow! Ja, die Runde geht auf jeden Fall an uns, Alter. Das hat die nicht geschafft. Kasper, du bist Sucher. Ich bin eingefangen und ich hole euch jetzt alle. Oh mein Gott. Ey, niemals wirst du mich bekommen. Ich werde dich sofort finden, da ist dir das klar. Du wirst mich niemals finden. Ich hole direkt hier die beiden. Weißt du jetzt, welche Farbe das ist? Oh mein Gott, nein. Aber ich werde hier... Oh mein Gott, es muss. Guck mal, wie ich die hier alle hole. Die haben gar keine Chance vor mir. Alter, warum findest du so viele? Du wirst dich niemals bekommen, Kasper. Oh Gott, da habe ich noch einen geholt gerade. Und hier sind auch nochmal 2 auf weiß. Ihr habt gerade weiß, oder? Ach, du weißt nicht, welche Farbe wir haben. Ich weiß, welche Farbe. Ich sehe immer nur Leute auf weiß springen dann. Ah. Ey, Alter. Ich hab die einfach geholt. Oh mein Gott. Ich kann mir sogar hier ein Portal kaufen für Robux. Ich glaube, das hole ich mir mal später. Wo bist du, hä? Wo bist du versteckt? Du wirst mich niemals finden, Kaspar. Hier, der Grüne, Alter. Der ist hier irgendwo unterwegs. Ich sehe es. Das glaube ich nicht. Ey. Alter, war's knapp. Ja. Tja, jetzt weißt du nicht, wo ich bin. Du warst eben schon sehr nah dran an mir, ne? Ich hab dich was gekriegt, Bro. Ich hab dich auch was gesehen. Nein, du hast mich nicht bekommen. Hier unten läuft einer weg vor mir. Alter, den hab ich auch geholt. Na, mal gucken. Siehst du jetzt, wo ich bin, hä? Wo bist du? Zeig mal her hier. Ich geh mal die Pyramide kurz hoch. Ich sehe dich nicht. Alter, wir sind gerade gefühlt alle versteckt. Wo bist du, hä? Bist du hier drüben irgendwo, oder was? Hier bist du, ne? Nein, wie das aussieht. Du findest einfach gar keinen. Oh Gott. Den hab ich. Sehr gut. Es leben nur noch 2 andere. Wo bist du? Tja, auf welcher Farbe sind wir wohl jetzt versteckt? Auf weiß, glaube ich, oder? Hier auf weiß eben. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
Ja, ihr müsst euch jetzt... Oh mein Gott! Alter, hatte der Glück auf Blau habt ihr jetzt, ne? Boah, du wirst mich niemals bekommen. Ihr seid blau, oder? Du wirst mich niemals bekommen, Kasper. Guck mal, lauf doch ruhig zum blauen Portal. Mach das doch ruhig. Wow, von oben! Zack, nächsten geholt! Alter, was? Du hast gerade einen einfach bekommen. Alter, nur noch zwei Leute am Leben. Noch du und ein anderer, ne? Ich weiß, noch eine Minute Zeit. Das ist unglaublich jetzt gerade. Oh, was? Wie konntest du das überleben, Alter? Oha. Wie konntest du das gerade überleben? Alter, jetzt bin ich hier ungefangen. Dann hole ich den anderen jetzt hier, der jetzt da gleich sich auftaucht. Sag mal Bescheid, der Timer. Komm, ich spiele in einem Team. Nein, ich spiele gegen dich. Oh, was? Weiß habt ihr, oder? Oh. Oder schwarz? Oh. Wo bist du? Tja, das sage ich nicht. Wo seid ihr? Na. Wo seid ihr? Ja, lauf, Kollege. Oh, was? Ihr seid rot. Ja. Du kriegst mich nicht. Glaub's nicht. Du kriegst mich niemals. Nur noch 20 Sekunden. Du bist ja richtig schlecht. Ey, der läuft direkt auf die andere Farbe. Ja, da will ich dich mal sehen, wie du das gleich schaffst. Du bist ja richtig schlecht. Wo bist du? Ich sehe dich halt nicht mal. Wie soll ich dich auch sehen hier? Ich weiß. Du musst halt die Äuglein gut aufhalten. Ich muss immer die Farbe wechseln. Das ist immer das Ding. Also man kann euch wirklich nicht sehen. Ja. Du bist ja richtig schlecht. Es ist sehr, sehr schwer als Sucher. Bruder X? Was? Du bist eingefroren. Ich bin eingefroren. Oh Gott. Du weißt nicht mal, welche Farbe. La 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 la. Du findest uns nie. Ich bin auch noch eingefroren jetzt gerade. Und jetzt bist du frei. Oh Gott. Hä? Hey, Bro! Ah! Was war das denn? Was? Du bist ja richtig schlecht. Du bist ja genau in mich reingesprungen. Hey, wieso warst du dich versteckt? Ey, jetzt wurde ich einfach schon wieder eingefroren. Was soll denn das? Was? Du bist eingefroren? Hier sind einfach zwei Personen am Spawn. Du wirst uns niemals finden. Hier ist noch ein... Alter, die mich gerade ausgetrickst. Also ich habe jetzt gerade schon zwei Personen geholt, ne, wollte ich nur so gesagt haben. Oh, da sind so viele auf der Spitze gerade drauf. Oh, und da läuft einer rum auf Gelb, ne? Na? Oh, und noch einen geholt. Hä? Ich sag dir, du wirst mich nie finden hier drüben. Ich habe so ein krass Versteck. Alter, da oben sind... Alter! Oh Gott! Drei auf einmal geholt. Alter, wie viel hast du da gerade geholt? Da waren ja übelst viele. Hä, die sind ja alle voll einfach zu holen. Hä? Yo. Und du hast total Probleme mit dem Spiel. Ich glaub's ja nicht. Gar nicht. Ich bin Profi. Aber oh, okay, rot habt ihr, ne? Na, habt ihr rot? Na, Kasper, wie gefällt's dir hier? Oder wie gefällt's dir hier drauf? Oder wie gefällt's dir hier drauf, ha? Da bin ich gar nicht. Mhm, soll ich nur gesagt haben, ne? So, wo sind die jetzt hier, ne? Oh, Alter, jetzt hätte ich schon bekommen können. Was? Gar nicht? War super, ich hätte super Zeit. Na, habt ihr schwarz oder was? Tja, ich weiß die ganzen Farben. Da sind auch einige auf deiner Ecke, ne? Sag ich mal so. Ja, oh, noch ein... Oh, wo ist der hier denn? Alter, der hat sich gerade noch gerettet. Oh mein Gott. Der hat sich gerade noch gerettet, ich glaub's ja nicht. So ein Glückspilz. Einfach blau in der letzten Sekunde. Was? Mal kurz gucken, was kommt als nächstes Farbe? Alter. Rot. Ich seh's hier gerade. Oh mein Gott. Wie viele sind noch am Leben? Hä, nur noch vier Stück? Oh, ja. Richtig wenige. Ja, Alter, die hat so ein Glück gehabt. 4, 3, 2, oh. Ja, noch eine geholt. Okay. Alter, die war richtig schlecht. Ihr seid nur noch drei Leute, ne? Nur übrigens, wollte ich nur so gesagt haben. Oh nein, noch ein geholt. Okay. Und hier ist der nächste auf Blau oder auf Gelb. Was? Hast du, du gammelst da einfach wie so ein Camper. Nee, ich guck einfach. Natürlich campst du da. Oh, wo läuft sie denn hier lang, hä? Wo läuft sie denn hier lang? Oh. Alter, hast du ein Glück gehabt. Schnell weg hier, ey. Das war knapp. Warum ist da noch einer hier? Der schwimmt hier gerade rum. Das war knapp hier. Wo ist denn der Dachs hin? Der Dackel. Wo ist denn der? Ey, geh mal weg, Alter. Das bin ich. Oh. Oh. Also echt. Du warst ja richtig schlecht. Hast du mich denn da noch erwischt? Du bist der Letzte, hä? Du bist ja richtig gut da drin. Wo ist der Letzte? Ich sehe ihn nicht. Ey, die gammelt einfach nur am Rand. Ich glaub's nicht auf Rot. Alter, ich bin so ein Gut. Das war ja auch voll einfach. Ich hab sie alle geholt bei Suchen und Verstecken.
Wow, Kaspar, guck mal! Wow. Wir geschrumpft. Wir sind einfach geschrumpft in so einer riesen Küche gelandet. Und das Ding ist, wir müssen uns jetzt verstecken. Oh, aber wo denn am besten in so einer Küche, sag mal? Guck mal wenigstens rein in der Küche. Also schon mal nicht in den Kühlschrank. Also Kühlschrank würde ich nicht reingehen. Aber was ist denn? Guck mal, da unten. Da rechts. Was? Siehst du da diesen Raum? Wollen wir da mal hin? Stimmt, gute Idee. Oh, warte mal, hier könnte auch nicht so schlecht sein, ne? Ey, ich fühle mich so klein, Broxo, komm runter. Ja, okay, ich bin da. Ich fühle mich so klein. Du denkst, hier rein ist eine gute Idee, ja, oder was? Vielleicht könnte da ein gutes Versteck drin sein. Guck mal, da liegt auch so eine Münze, sag mal, die da rumschwebt. Warte mal, denkst du, wir könnten in dieses Rohr auch vielleicht reingehen oder so? Oh, das wäre cool. Mann! Hey! Aber das geht leider nicht, aber man kann sich dahinter halt verstecken. Aber das Ding ist, siehst du, unten links wird angezeigt, wie weit der entfernt ist. Und da ist irgendwie gefühlt gar nicht mehr so weit entfernt. Oh, okay, 170 Meter anscheinend hier, okay. Oder warte mal, wir könnten, komm mal hier hin, wir könnten nach oben auf die Abzugshaube da. Auf die, stimmt, das ist eine gute Idee. Wie heißt die nochmal? Abzugshaube oder so? Ja, Abzugshaube heißt einfach nur. Genau. So, und? So, oh, ey! Hä? Das ist voll das kleine Ding. Das ist nur für den Ofen hier. Ah! Roxo! Was machst du? Was passiert? Kaspar! Ich bin rübergerutscht. Hilfe! Pass auf, der ist rutschig. Wow. Der ist rutschig. Nein, ich geh in den Ofen rein. Ich geh... Ey, was ist das? Guck mal, da drüben ist der. Da drüben ist der. Der hüpft da am Stuhl rum. Oh ja, stimmt. Und wir müssen jetzt, glaube ich, hier... Ja, genau. Wir müssen das machen. Und gut. Ey, sag mal. Was soll das? Woppa! Okay. Ey, Bro, ich bin hier noch ein bisschen auf halb acht. Warte, hat das Licht ausgemacht? Was sieht der? Guck mal. Ja. Es wird dunkel. Der ist Licht ausgemacht oder so. Was denn hier noch? Lol. Hey, hier ist so eine coole Schublade. Aber warte, wie kommen wir denn jetzt auf diese Abzugshaube rauf? Da ist ja irgendwie... Warte mal, da muss uns ein anderer... Da hinten gibt es, glaube ich, einen Weg. Da, weißt du? Hier, stimmt. Hier in die Richtung. Stimmt. Da hinten müssen wir, glaube ich, hin und dann können wir sozusagen da hinten... Hey, warte mal, ich bin jetzt gerade drauf im Ofen. Ich kann ja drauf gehen. Aber ich glaube, du hast recht, wir müssen hier hinten hingehen, ne? Ja, ich glaube, ja, hier vorne und dann müssen wir... Ja, genau. Wir er ist hinter uns. Da läuft er. Oh Gott. So. Guck mal. Hui. Wenn wir uns auf jeden Fall nicht finden, ne? Dann war es das. Und dann hier hoch, ne? Hui. Hä? Ey, verfolgt die da voll, die da hinten. Was hat er denn mit denen? Hä, aber ich frage mich jetzt gerade. Hier. Boom. Wow. Rein hin. Nein. Hä, nein. Hilfe. Nein. Wow. Guck so. Oh mein Gott, das war mega knapp. Ich war gerade einfach der im Boden oder so drin. Lass mal hier oben gucken. Guck mal, da drüben läuft. Oder? Wo ist er? Ja, ich bin eben... ist er. Guck mal, der hat den gleich. Am Backofen, den Typen. Ja? Oh Gott. Ah! Roxo! Wo bist du? Ich bin runtergefallen bei Nein. ihm. Nein. Oh Gott. Komm schnell zurück, Kaspar. Lass mich. Dingens, ich war eben. Eben habe ich die Möglichkeit. Roxo, der läuft genau auf mich zu. Nein, wo bist du denn? Kaspar, lauf! Kaspar, lauf! Ja! Er ist hinter dir! Oh mein Gott! Er ist zu schlecht, hier hochzukommen. Lauf schnell auf das Schwarze, genau. Lauf schnell auf das Schwarze. Schnell. Du schaffst das, Kaspar, du schaffst das. Oh mein Gott! Oh, nein! 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 Oh mein Gott, nein, hab mich! Oh Mann! Ach, Kaspar, das war natürlich mega belastend. Mano. Soll ich ihn ein bisschen verarschen? Komm, ich veräpple ihn jetzt mal ein bisschen. Probier. Oh, hier, hallo! Hallo, ich bin's! Hallo! Der holt dich gleich! Hau rein! Ah! Wow! Oh mein Gott! Nein! Lauf. Er ist schneller! Schnell lauf jetzt. Oh mein Gott! Was ist eine Taktik? Lauf. Was ist eine Taktik? Oh mein Gott! Bitte! Bitte nur 25 Sekunden! Warte, ich mach schnell den hier. Yeah. Oh nein! Oh Mann! Oh mein Gott, er hat dich in der Luft erwischt! Manu! Nächste Runde! Pass mal auf, Kaspar, pass mal auf! Ich hole mir jetzt erstmal hier die ganzen Münzen! Nein! Jawohl! Hä? Okay, hol du dir mal die. Warum haben die so Augen, die verfolgen? Stimmt. Das ist ja voll verrückt. Zuschauer oder so? Das kann auch sein, weiß ich auch nicht. Da liegt noch eine! Oh, danke, hab ich fast nicht gesehen. Oh mein Gott, hier muss irgendwo noch eine Münze liegen. Also wir haben noch 30 Sekunden, uns zu verstecken. Also wo wollen wir hin? Ich finde, wir brauchen ein richtig heftiges Versteck. Ja, wo man, okay, noch nochmal Münzen. Wo man auf jeden Fall richtig, richtig, also auf jeden Fall nicht gefunden werden kann. Oh. Ich überleg gerade, wo das sein könnte. Oh Gott, guck mal hier oben. Hier. Mann, die sind im Weg hier. Ich kann hier auch nicht springen. Hui. Ich frage mich gerade, warte mal. Ey, die kloppt mir hier die Münze. Wie sind die da oben hingekommen?
Nein, ich bin runtergefallen. Oh. Wie wo oben? Wo oben? Ja, die sind gerade hier oben, irgendwie da, wo die Münzen sind, sind die aufs Board hingekommen oder so. Aber ich frage mich gerade, wie. Ich glaube, durch den Farbeimer vielleicht? Es könnte gut sein, ne? Ich kann mir vorstellen, dass du in den Farbeimer rein musst. Warte mal, wo ist denn der Sucher überhaupt? 200 Schritte weg? So weit kann er nicht weg sein dann. Nee, der ist gefühlt direkt bei dir. So. Ja, 20. Also, wenn wir das genauso machen gerade wie du. Hier, zack, zack, zack. Hier rüber. Och nee! Och Manu! Hab's auch nicht geschafft. Nee, aber kommt man da vielleicht anders hoch? Hier an der Seite oder so? Ich überlege auch gerade. Nee, an der Seite auch. Nee, oh mein Gott, er kommt zu uns. Nein. Oh, da dreht sich um. Da war er gerade. Alter, oh ich aber, dachte. Aber wo? Wir müssen uns irgendwo verstecken. Er hat jemanden gefunden, oder? Ich kann mir vorstellen, denkst du, wir können hier runter? Ja, sieht so aus, ne? Als wäre da so ein Keller oder so. Aber ich weiß nicht, ob da unten so ein krasses. Ist da Geheimversteck? Nee. Ich trau mich nicht. Wir müssen irgendwie. Max so. Ey! Oh mein Gott, der ist los! Wie jetzt? Wo bist du? Oh, er ist runtergefallen. Komm her, er ist runtergefallen. Hui! Warte. Ey, der ist ja absolut lost. Komm mal her, guck mal hier. Hui, warte. Ich guck ihn genau an. Zack! Oh mein Gott, Kaspar. Lauf da weg, was machst du denn? Kaspar, was machst du denn? Wo muss ich hin? Nein! Was machst du denn? Ich wollte doch zugucken, wie lost er war. Ja, er war ja wohl nicht so lost. Ja, doch, war er am Anfang, dann kam er auf einmal aus dem Nichts. Ja, genau. Mhm. Mann. Guck mal, ich werde das mal ganz kurz hier oben was Heftiges machen, und zwar auf dem heftigen Versteck gehen. Weil du es da nicht schaffst. Oh Gott. Lauf! Bitte lass mich hier durch. Genau hinter dir, lauf, Brooks. Oh mein Gott. Nein. Oh, er hat dich gleich. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf. Ach, Manu. Oh mein Gott. Ey. Oh mein Gott, nein. Lauf. Oh mein Gott, er ist eingefallen. Alter. Oh mein Gott, du Lacker. Oh mein Gott. Er ist ganz unten. Okay. Dann habe ich ja Zeit, hier oben rauf zu kommen. Okay. Hallo. Ah, nein. Ah. Wo bist du? Er sieht mich nicht. Er hat dich nicht gesehen. Er sucht mich, oder? Er hat irgendeine Potion in der Hand. Und? Lol, damit springt er höher. Lauf. Oh Gott, jetzt hat er dich. Lauf. Dass er dich da nicht sieht, ich glaub's nicht. Oh mein Gott, lauf. Oh Gott, er hat dich gesehen. Er hat den Fall gesehen. Nein. Lauf. Er ist voll schnell. Er ist voll schnell. Nimm die da vorne mit dem Drachenschwanz. Die hat den Kopf verloren. Rucksack! Nein! Nein! Nächste Runde. Mann, nächste Runde, let's go. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind irgendwie in einem Arbeitszimmer oder so. Was ist denn da los? Sieht ganz so aus. Also wir haben jetzt wieder 40 Sekunden Zeit, uns zu verstecken, Broxo. Und ich hab da hinten schon so einen Spot gesehen. Komm mal mit hier, wo bist du? Ich bin gerade hier auf dem Laptop. Ich laufe gerade auf der Tastatur rum. Mal du bist unten? Mal runter. Okay, warte, ich komm nach unten. Ich seh dich. Okay, ich seh dich. Ich komme. Und lass mal da hinten, da ist so ein Dinosaurier im Regal. Lass da mal hingehen. Oh! Oh mein Gott, da stimmt da! Aber warte mal, du bist ja richtig blöd! Ha! Hier kann man hochgehen! Und oh dann, nein, hab ich nicht gesehen! Nein. Und dann kriegt man die Münzen! Ha! Drei Münzen für mich! Nein, ach, das ist doch wirklich alles. Oh mein Gott! Und hier auch noch alle Münzen für mich! Nein, ich bin runtergefallen! Oh tja, vielleicht hätte ich dir ja gelassen, wärst du nicht runtergefallen, ne? Lass mir eine noch! Ich hab noch keine einzige eingesammelt, glaube ich! Was? Oh nein, ich bin runtergefallen! Oh! Ja, selbst schuld! Hä, aber. Oh mein Gott, da sind noch so Mäuselöcher. Kaspar, wo bist du? Da ist eine Münze. Ja! Kaspar, wo bist du? Ich bin bei den Mäuselöchern. Okay, warte. Ehrlich? Ja, hier. Sind wir die ganze Zeit hingelaufen schon? Warte. Hier meinst du? Oder meinst ja, du? Ja, ich bin hier oben. Okay. Was denn, wo war ich im Mäuselöcher? Wie kommen wir da oben hin? Zu dem Baseball und so? Wie kommen die da hin? Warte mal, wo oben? Stimmt. Oh, warte mal, mit dieser Leiter, glaube ich, oder? Oh, nee, da oben ist das Bett. Ich sehe da auch noch so Münzen. Ich kann mir vorstellen, dass du auf diesen Hasen da springen musst. Auf den Hasen? Mit dem Hut. Ja, aber das Ding ist, wie kommen wir überhaupt auf das Regal drauf? Gute Frage. Vielleicht ist hier irgendwo was versteckt. Vielleicht ich könnte mir auch vorstellen, dass wir quasi da so reingehen. Ja! Jawohl. Ja. Ey! Ah! Wo lang? Nein! Warte mal, ist der hier im Mäuseloch? Nee, guck mal, 200 Meter, alles gut. Warte mal, 190, 180, 170? Da liegen 170? Aber noch Münzen, also muss man irgendwie hin. Ich weiß nicht, ob der jetzt oh mein Gott, der ist hinter uns! Oh Gott, lauf! Oh mein Gott, du musst laufen, Kaspar. Du musst laufen. Oh mein Gott. Das ist eine Sackgasse! Nein. Oh mein Gott. Nein. Los!
Nein. Oh mein Gott. Er kommt. Oh, jetzt auf! Er hat mich noch! Nein, schnell weglaufen! Oh mein Gott, nein! Nein! Er ist genau auf der Fährte von dir, Brock! Nein, er ist schneller! Alter! Jo! Alter! Wieso war das so schnell auf einmal aus dem Nichts? Was hat er gemacht? Irgendwas getrunken oder so, so ein Zaubertrank oder so. Ey, unglaublich. Alter, das krieg ich natürlich wieder ab, ne? Ey, Mann! Mann! Bist du bereit, Kaspar, heute mit dem Geschwindigkeitszeichnen? Oh, yeah, bin ich! Denn wir haben ein Thema und 3 Minuten Zeit, um etwas zu zeichnen. Und alle werden es bewerten und wir müssen ein Huhn machen. Oh, was? Oh mein Gott, ein Huhn. Wo fängt man denn da an am besten? Okay, ich habe eine kleine Idee. Du googelst dir nicht nebenbei was vorbei. Das ist unfair. Sowas macht man nicht. Nein, sowas würde ich niemals tun. Digga, nicht googeln nebenbei. Ich mach das auch nicht. Dann mach du es aber bitte auch nicht. Nee, okay. Nee, mach ich nicht. Keine Sorge. Sowas würde ich niemals tun. Du, ich höre das sofort an deiner Tonhöhe. Ich bin aber nicht am googeln. Das würde ich niemals machen. Was erwartest du denn von mir? Auf zu googeln. Natürlich googelst du. Ich höre das doch sofort. Nein, ich google nicht. Ich habe ja schon so ein bisschen meine Idee. Ja, weil du es auch von Google hast. Gar nicht. Wir machen hier ohne googeln heute, Digga. Wir machen hier nicht mit googeln auf einmal. Ich bin ja auch nicht am googeln. Wäre ich am googeln, würde ich googeln. So, und jetzt pass auf. Das wird hier richtig gut aussehen, weil ich ein Profi bin. So, zack, Leute. So, das sieht doch richtig gut aus jetzt hier gerade. Noch 1 Minute, ne? Oh, was? Nur noch 1 Minute? Weiß, noch 1 Minute, das ist jetzt richtig schwierig. Oh Gott. Uiuiui, ich sag dir, das ist jetzt hier eine Challenge auf jeden Fall. Ah, so wie ein bisschen Speed-Drawing hier, so. So. Wie sieht ein Huhn nochmal aus überhaupt? Ich hab's auch vergessen. Okay, ich muss sagen, ich bin mit meinem Huhn jetzt eigentlich so gut wie fertig. Okay. Sieht eigentlich echt cool aus, muss ich sagen. Ich bin eigentlich voll zufrieden. So, und ich glaube, ich mach nochmal hier so ein bisschen, ob das noch in 20 Sekunden schaffe. Oh Gott, das könnte eng werden. Alter, ich hab so gesprintet gerade mit meiner Zeichnung, ne? Oha. Alter. Okay. Mal gucken. Der meint jetzt nicht mehr. Was ist das denn? Die Zeit ist auch vorbei. Und ich muss sagen, ich hab jetzt hier gerade... Hey. Was denn das? Zwei von fünf. Zwei Sterne. Ja, aber ich glaube, also ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich hatte einen ganz anderen Ansatz. Ich muss sagen, ich bin mit meinem Huhn eigentlich sehr zufrieden. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Ding? Eins von fünf. Das sieht ja wirklich scheußlich aus. Das ist ja wirklich richtig scheußlich. Was ist denn das? Ist das hier Freddy Fright? Das hab ich gemalt, Mann. Chica. Hast du das echt gemalt? Lass mich doch. Das hast du nicht gemalt mit diesen Horroraugen. Das habe ich gemalt. Ich habe mein Bestes gegeben. Nom nom. Was? Oh mein Gott. Okay, aber ist kein Huhn. Ist einfach gegessen schon. Also es ist leider nur 1 Stern, weil das ist kein Huhn, ne? Ui. Das ist meins. Mit Nest und so? Hast du das gemalt? Ja, ist eine gute Idee. Hast du das gemalt? 2 von 5. Also wenn du das gemalt hast, das hätte ich ja in einer Sekunde geschafft. Alter, was denn das? Das ist deins. Damn, das sieht ja richtig gut aus. Das ist deins. Das kriegt von mir 2 Sterne. Das ist, weil der war irgendwie... 2? Was soll das denn sein? Warum denn nur... Was ist das denn? Warum gibst du mir denn nur 2 Sterne, du Nichtsgönner? Ich find das gar nicht schlecht. Ich mach hier 3 Sterne. So, ist okay. Richtiger Nichtsgönner bist du. So, ich sehe, was du hattest. Ne? Was hattest du für eine Zeichnung? Bist du ja nicht mehr da. Aha. Alter, das hat einfach die erste gewonnen. Bin ich denn? Weil du mir so 2 Sterne nur gegeben hast. Ich bin Platz 5. Alter, du bist 5. Platz. Yo, jetzt müssen wir einfach ein Videospiel malen. Alles klar, also so Videospiel malen könnte, glaube ich, ein bisschen schwieriger werden, ne? Ja, ich habe auf jeden Fall eine coole Idee, aber ob das so umzusetzen ist, mal schauen. Ich habe auch eine coole Idee, aber es muss ja nicht automatisch ein Videospiel sein, ne? Das ist ja das Ding. So. Ja, stimmt. Wie meinst du, es muss nicht Auto ist? Natürlich, es geht doch. Es muss mit Videospielen verbunden sein, ja? Das muss es sein. Ja, okay. Ob es jetzt ein Videospiel komplett sein muss, weiß ich ja nicht. Wurde doch nicht gesagt hier. So, ich habe jetzt hier schon mal was Cooles hingemalt. Der eine oder andere wird das auf jeden Fall schon erkennen können. So. Ich glaube, ich mal das Krasseste diese Runde. Ich habe echt krass. Nein, ich mal auf jeden Fall das Krasseste. Du wirst nicht damit mithalten können. Damit wirst du nicht mithalten können. Ich sag dir, Kasper.
Du kannst jetzt schon mal aufgeben. Sagst du, deins ist so krass, oder was? Du kannst jetzt schon mal aufgeben. Da hast du wirklich keine Chance. Boah, okay. Das ist jetzt schon echt nicht schlecht. Jetzt muss ich nur die richtige Farbe hier finden und so, dann zack, die richtigen Sachen auswählen. Mal. Nur noch eine Minute, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Oh nee. Und dann noch das hier. Alter, das sieht ja richtig cool aus. Und jetzt kann man noch hier so kleine Details machen, die ganz wichtig sind. Die immer ein bisschen helfen, um das Ganze besser zu verkaufen. Also ab und zu will der nicht malen, habe ich das Gefühl hier. Okay, ey, ich muss sagen, ich bin mit meinem eigentlich... Ja. Hä, guck mal, der hat sogar so ein Musiknoten. Siehst du das? Ich sehe es gerade. Warum hat er... Ich muss sagen, 2 Sterne. Ist nicht schlecht. Zwei Sterne. Ich bin gespannt, was du gemalt hast mit Videospielen, ne? Da bin ich echt wirklich gespannt, was du gemalt hast. Ja, ich bin auch gespannt. Also der hat sich übelst viel Mühe gegeben, aber Videospiel, nein. PSP, ja. Nintendo Switch eher, ne? Oder Nintendo Switch. Da fehlen die Farben, ne? Da fehlen... Pokémon. 2 von 5. Ich habe eine gegeben, aber wohl 2 hätte ich auch geben können. 2 hätte ich auch geben können. Okay. Das was ist, soll das sein? Was ist das da unten? So ein glaube ich ein Block Computer. Einfach, schon nicht schlecht. 2 von 5. 2 von 5, muss ich sagen. Ist gar nicht mal so schlecht, ja. Oh, was steht denn da? TOI oder was heißt das? Toy oder Alter. Sowas. Toy. Und der Controller hat aber Augen. Guck das mal an. Also krieg von mir aus. Krieg von mir aber 3 Controller Sterne. Ist auf jeden Fall echt eine gute Idee. Oh. Auf sowas muss das mal Alter, aber das hast du gemacht. Wer hat denn das gemalt? Ja, stark. Ist stark. Welcher gemalt. Profi. Stark gemalt. Hat denn das da gemalt? Hä? Oh, okay. So Super Mario Welt oder was? Also da ist aber nicht mal Mario am Start. Aber gibt trotzdem komm, 3 Sterne. Krönt mich zum Gewinner. Los jetzt. Krönt mich mit meinem Controller. Hey! Was? Alter. Du und ich bin nicht auf dem Leaderboard. Du kriegst doch einmal keine Sterne. Du bist Letzter. Natürlich. Ich bin Letzter? Digga, ich dachte, meins wäre richtig cool mit dem Mario und der Pflanze, die schießt. Das ist nicht dein Ernst, dass du das gemalt hast. Das habe ich gemalt. Das Bro, ist ja was ist traurig. Das? Guck dir mal an, was gewonnen hat. Hier, also so mit diesem blöden weiß. Controller. Guck mal, links, der Controller ist viel besser als der rechts. Unsere Sachen kommen viel zu spät. Ich bin auch immer das letzte Bild, jetzt seit 50 Runden gefühlt. Ich will mal das erste Bild sein. Okay, wir haben direkt schon das nächste Thema. Das könnte jetzt auch interessant sein. Oh, Haus. Ein Haus. Boah, okay. Das könnte schon richtig interessant sein. Also, dann werde ich doch mal hier die richtig schönen Sachen schon mal hinmalen. Ne? Also damit werdet ihr auf jeden Fall nicht klarkommen, mit welchen coolen Sachen ich jetzt hier um die Ecke komme. Ach komm, also ich sag mal so, du machst immer so Ansagen, aber wirst dann irgendwie trotzdem Letzter, ne? Also, ja, weil die ja auch irgendwelche komischen Sachen da machen mit mir. Kann ich ja nichts für. Ich habe ja schon meine Ideen so, ne? Wie das alles hier so hin soll. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, was du jetzt hier machst. Ich hab auch eine gute Idee. Ich bin gespannt, es ist ein bisschen was anderes. Also ich bin gespannt, ob du herausfinden wirst, welches es sein wird. Was anderes? Okay. Das könnte aber in die Hose gehen, ne? Wenn das was anderes ist. Könnte auch in die Hosen gehen, aber... Ich glaube, dass das eigentlich ziemlich gut funktionieren sollte. Mal gucken. Okay, ich muss eigentlich sagen, ich bin jetzt schon relativ zufrieden. Ich muss halt bei mir warten auf die guten, auf die Details halt so am Ende. Und zack. Okay, und jetzt kommen die wichtigen Sachen. Ja. Oh Gott. Okay, muss ich lieber damit machen. Verdammte Axt, ey. Der Zeitdruck. Und die Tür noch unten. Okay, jetzt kommt sie langsam. 15 Sekunden noch, ne? Das muss dann richtig Gas geben. Ich muss echt hier richtig Gas geben. Dann machen wir hier nochmal den hier. Ich muss auch gerade richtig Gas geben. Boah, das sieht jetzt aber jetzt schon richtig cool aus, was ich hier gerade mache. Okay, das muss reichen. Das Alter, meint sieht richtig cool aus. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch machen könnte jetzt hier so bei mir. Ja. Okay. Ja, also es ist... Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Mal gucken. Okay, ich habe jetzt auch. Ich bin auch jetzt sehr gespannt auf mein Haus. Also... Ja? Was ist das denn? Das sieht ja wirklich komisch aus. Was soll das für ein Haus? Wenn so sein Haus aussieht, Alter, wie soll man... Also, das muss ich nicht also, so das sagen, kriegt ne? von mir einen Stern. Ja, jetzt ein ja. Stern. Das auch, ein Stern. Das ist ja wirklich keine Mühe gegeben, zwei, ne? Also wirklich 2. Also. Aber man hätte ja auch größer stellen können, des Dingens. Und die Fenster sind voll willkürlich. Das ist einfach so.
Ja, okay. Danke, war da, aber da hast du, das war deins. Das war deins. Nein, ist nicht meins, Zwei Sterne, Okay. Ich bin gespannt, ob das... Oh, ein das, Stern bei mir. Ich bewerte die jetzt mal ein bisschen strenger. Wir sind das zu nett, es gewinnt die ganze Zeit immer nur so schlechte, weißt du? Das ist nicht deins gewesen. Jo, das sieht aus wie ein Pilz, Digga. Nein. Das sieht aus wie von Weihnachtsmann und Coca-G. Ich weiß, sieht ganz, ganz schrecklich aus. Krankenbart wohnt da. Das ist ganz, ganz schrecklich. Oh, das ist crazy. Was ist das denn? Okay. Das ist deins. Aber sieht gut aus. Ja, interessant auf jeden Fall, interessant. Ja, ist gut gemacht, hast du gut gemacht mit den Geraden und so, sieht cool aus. Ah, das ist deins also. Das ist meins. Auf dem Hügel, ja, das ich Haus. Dachte so ein Haus alleine, weißt du, ist doch auch mal. Zwei Sterne. Cool, auch nicht schlecht. Das ist nicht dein Ernst, Bro. Du hast mir nur zwei Sterne gegeben. Du hast mir eben auch nur zwei Sterne gegeben für meins. Ich hab dir eben mehr gegeben. Und ich bin nicht mehr drauf. Ich bin nicht mal drauf auf dem Podest. Die ist recht besser mit deinem. Digga, guck dir das mal an. Was ist das denn mit so einem Müllding? Ist die besser, weil mein Bild immer als letztes kommt. Erster. Ey, Kasper, guck mal. Was geht? Wie cool sieht denn das hier aus? Ist das ein Haus? Sind wir neue Nachbarn geworden? Das hier ist mein Haus. Ich glaube ja. Da drüben ist deins. Hier ist meins. Wie cool. Ey, guck mal. Hey, das okay, Ding also ist bloß aber ein rotes. Ein kleines Haus. Ja, ich habe ein krasses Haus. Und zwar, geh mal auf deine Seite und ich werde dir jetzt was sagen, was du malen musst. Und das wird dann passend zum Haus sein, okay? Aha, okay. Und was soll ich malen? Das heißt, das Erste, was du jetzt malst, wird ein kleiner Wachhund sein für dein Haus. Ah, okay. Also ich würde sagen, das... Malen wir mal einen kleinen Wachhund und das werden wir dann auch easy einfach. Hin. Das, oh, okay, das werden wir dann einfach, okay. Genau, wir werden einfach so ein kleiner Hund dann. Digga, mein Ding ist eine... Ist eine Schildkröte. Eine Schildkröte? Oh mein Gott. Pass auf, ich musste erst mal wieder reinkommen. Ich mache jetzt hier den besten Hund, den du jemals gesehen hast. Ach, Digga, mein Hund, das kann man keinem zeigen, Bro. Gott. Das kann man keinem zeigen. Das Ding, das hat gefühlt einen Hocker. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Das ist gerade gar nicht gut. Okay, komm, ich würde sagen, lass direkt zeigen, oder? Du bist doch nicht fertig. Wir können schon zeigen. Go! Oh Gott. Wo bist du? Wie spawn ich? Anwenden. Links unten. Wuff! Guck mal. Wuff! Okay. Wuff. Nicht schlecht. Auf jeden Fall die gleiche Farbe ausgewählt. Jetzt haben wir einfach Wachhunde. Du darfst das nächste entscheiden. Was könnte passend zu unserem Haus sein? Was wollen wir jetzt? Also, das Ding ist, normalerweise hat man ja immer so Wachhunde und sowas, ne? Aber, ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Hauskatze. Ja, damit wir auf jeden Fall hier. Hauskatze? Ja, ist ganz wichtig. Oh mein Gott. Damit wir. Okay. Ich muss erstmal hier. Alles mal löschen, so. Zurücksetzen, eine Katze. Boah, da zieh ich dich ab, ich habe auch eine krasse Idee gerade schon. Nein, auf gar keinen Fall. Na klar. Auf gar keinen Fall wirst du mich dingsen. So, pass auf, zack. So, oh mein Gott, Ich brauche noch ein bisschen, ne? Ich bin noch lange nicht fertig. Ich brauche auch noch ein bisschen. Ich lasse mir mal ein bisschen Zeit bei der hier. So, zack. Ich lasse auch noch ein bisschen Zeit. Okay, dann ist ja gut. So, dann machen wir den hier. So, konnte man neue Ebenen machen, ja, ne? Ja, man konnte auch neue Ebenen, glaube ich, machen. Ich glaube, es war auch eine Möglichkeit. Alter, das ist jetzt hier eine Mega-Katze. Oh Gott. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch noch hier, aber... Ja, das sieht, dachte ich mir schon, dass das ganz komisch ist. Oh nein, das ist hier das ganz... Ach, man kann nur zwei Ebenen machen. Es sieht jetzt ganz komisch aus. Okay, hier noch ein kleiner Schwanz. Nein. Ich bin ready. Bist du ready? Ich wäre ready, ja. Zeig her dein Ding da. Zeig her deine Katze. Okay. Was ist denn das, Alter? Was hast du gemalt? Du hast hier so eine... Digga, du hast einen Geist oder sowas gemalt. Hast du einen Geist gesehen oder was? Gar nicht. Alter, das ist ja wohl eher ein Regenwurm. Vor allem diese dreieckigen Augen. Hä? Oh mein Gott. Das sieht nicht aus wie eine Katze. Wo ist denn dein Körper? Ja, mein Gott, der fehlt ja halt noch. Das ist erstmal nur der Kopf. Okay. Dann würde ich sagen, lass uns als nächstes mal. Du siehst, wir haben eine große Auffahrt, ne? Da muss natürlich auch was rein. Wer malt den besseren Ferrari? Boah, okay, ich sag dir, da ziehe ich dich auf jeden Fall ab, ne? Nee, du hast keine Chance. Tut mir leid, aber du wirst keine Chance haben. Ich werde den absoluten Mega-Ferrari malen. Oh Gott, ey, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Das ist doch schwerer, als ich dachte, glaube ich. Ich auch. Ich finde es auch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Oh Gott, was mache ich hier? Wie sieht das nochmal aus überhaupt? Wie sieht Ferrari nochmal aus?
Ich weiß gerade nicht mehr, was ich hier mache. Das ist gerade gar nicht gut. Das ist gerade ganz und gar nicht gut. So, jetzt das ist auch nochmal wichtig hier, so für die Details, ja. Ganz wichtig hier für die Details. Und dann, oh Gott, ey, was mache ich hier? Das ist jetzt ganz gar, das ist gar nicht gut, Bro. Wieso? So schlimm oder was? Das ist gar nicht gut. Glaube ich nicht. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh nein. Eigentlich könnte man... Sagst du? Das Ding als fertig ansehen. Komm, das wird doch mal hier ein bisschen angemalt jetzt hier für die Details. Einfach für die Details, ja. Leute. Okay, ich bin auf jeden Fall mit meinem Ferrari eigentlich ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Also, ja, aber das mir geht's. Besser kann man, gar nicht malen. Es hält sich bei mir leider in Grenzen, muss ich sagen. Es hält sich sehr in Grenzen. Zack. Okay. Bist du ready oder was? Warte, ich würde sagen, So, ich bin ready, Maddy. Okay, let's go. Und zeigen. Boom. Zeig mal, warte mal. Oh, boom. Oh. Oh. Okay. Okay, ich finde deinen auch nicht schlecht. Deiner ist eher so ein Kastenwagen, oder nicht? Hä, das ist gar nicht. Deiner sieht eher aus wie ein Kastenwagen. Meiner sieht, guck mal, vorne auch das Ferrari. Aber dein Logo ist auch nicht schlecht mit dem Gelb, ja? Hab ich vergessen. Ja, das Gelb hast du vergessen. Aber ich hab ein Pferd. Ich hab ein Pferd vorne, was springt. Weißt du, was ich meine? Siehst du das kleine okay, Pferd? Ja, ja, ich seh's, ich seh's. Okay, okay, okay. Okay, entscheid du, soll ich entscheiden? Nee. Ich würde sagen, die Leute entscheiden, wer hier den besseren Ferrari gemalt hat. Okay? Ja, ja. Ich würde sagen, wer macht das bessere, weil wir auch eine Garage haben, Fahrrad. Ja. Ja. Oh. Wer macht das bessere Fahrrad? Lass mal ein Speedding machen. Lass ein Speedding machen, okay? Ein Speedding? 20 Sekunden und los! Wieso denn 20 Sekunden? Ja, was hätte ich jetzt gesagt, oder? Ein bisschen mal schneller. Okay, ja gut, okay. Ab jetzt 20 Sekunden. Oh mein Gott, okay. Du hast ja nicht gesagt, was für ein Fahrrad. Das kann auch ein Rennrad sein, oder? Das kann auch ein Rennrad sein, klar. Hier, oh nein, so. Ey. Zack, zack, zack. Oh mein Gott. Oh, das war jetzt eine sehr, sehr doofe... Oh, was habe ich gemacht? Okay, fertig. Okay, ready und los. Nein. Hallo. Nee. Erkennst du das Fahrrad? Diese was alten denn? Fahrräder aus dem Mittelalter, weißt du, wo ein Reifen größer war. Ich kenne das, ja, ich kenne das. Nee. Guck mal, ich habe sogar eine Person drauf. Nee. Ja, der hat sogar Spaß, sehe ich gerade. Sehr cool. Der hat richtig Spaß. Sehr, sehr cool. Das war nicht schwer, das war nicht zu malen. Das war ein weißer Hintergrund. Das ist deine Lehrerin. Hey, das ist deine Mom. Stimmt. Weil wir so ein großes Haus haben, kann es auch sein, dass es da irgendwelche Gefahren gibt. Deswegen, wer malt den besseren Huggy-Wuggy? Okay, ja, kriegen wir hin. Wer malt den besseren Huggy-Wuggy? Okay, alles klar. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie sieht denn der aus? Ich weiß es auch nicht mehr. Ah, ich glaube... Ja, ich komme langsam dahinter. Boah, ich habe voll vergessen, wie der aussieht. Ich habe vergessen, wie der Mund aussah. Hab ich auch ganz vergessen. So... Und dann müssen wir auf jeden Fall noch ganz wichtig hier das ganze Ding so ein bisschen anmalen, ne? Das ist auch ganz wichtig, dass man das hier so ein bisschen anmalt. Auf Zack, ganz oh mein Gott, Alter. Easy peasy. Ich muss auch sagen, eigentlich bin ich auch ganz zufrieden. Oh. Also, naja, gut, okay. So, der sieht eher aus, ich will nichts Falsches sagen, aber als hätte der was Falsches getrunken oder sowas, glaube ich. Ehrlich? Ja, der sieht ein bisschen komisch aus. Bisschen zu viel Apfelschorle, sagst du? Okay. Ja, der hat irgendwas Komisches, Falsches getrunken, das siehst du gleich an den Augen. Das sind eher so Perleraugen von Mr. Krabs Tochter. Oh nein. Okay, so, ich habe mein Huggy-Wuggy jetzt eigentlich ganz gut hinbekommen, glaube ich. Okay, ja, ich bin fertig. Bist du schon ready, oder was? Ich bin fertig. Und zeigen! Zeigen! Zack! Wow! Oh, krass! Deiner sieht ja richtig krass aus. Guck mal, meiner hat eine Flagge, da steht Hunger und der hat noch so ein Strick, ne? Dass er die holen will. Ey, ja, ich schnapp dich! Lass dich bloß in Ruhe! Ich schnapp dich! Lass dich bloß in Ruhe! Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Was wollen wir als nächstes malen? Okay, wer kann den besseren Vogel malen? Und du hast nur 20 Sekunden Zeit und die Zeit. Oh Gott, und los! Beginnt jetzt! Oh mein Gott, okay, Vogel. Zack, zack. Okay, ich war ein bisschen. Den hier, zack. Ich mach die Oldschool-Taktik. Den hässlichen meinst du? Den hässlichen, das hässliche Vöglein? Nein. So. So, machen wir hier nochmal auf. Okay, ich bin fertig. Bist du schon fertig? Ja. Wie schnell? Wir zeigen, 20 Sekunden. Ja, kurz noch, 5 Sekunden. Zeigen. Okay, ich bin ready. Zeig her da deinen Vogel. Und ich habe ganz viele Schwarmvögel. Oh, Wie schnell hast du ein bisschen gerade einen Vogel gemalt?
Bro, ich bin eine Maschine. Was? Wenn der nicht krass aussieht, weiß ich auch nicht. Alter. Wenn der nicht krass aussieht, weiß ich auch nicht, ne? Alter, der ist ja richtig krass. Warum, wie hast du es so dicker, dicker bekommen? Ja, du kannst irgendwie dicker einstellen von der Stimmbreite. Jetzt nochmal, machen wir nochmal, wer malt den besseren Burger? Wir müssen ja auch was krasses essen. Oh, ja, ja, okay, hast du recht. So, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, machen wir mal den. Oh mein Gott, der wird so perfekt. Oh, mein Burger wird perfekt. Du hast wahrscheinlich so einen vergammelten Burger. Diesen einen, den SpongeBob mit sich die ganze Zeit rumnimmt. Boah, das wird so eine perfekte Sache jetzt hier werden. Zack. Das ist jetzt hier ganz, ganz wichtig, was ich jetzt hier mache. Okay. Ja, ich bin bisher auf jeden Fall ganz zufrieden. So, dann kommt das hier. So, das ist jetzt auch richtig wichtig. Alter, das sieht ja so gut aus. Wird so krass, oder was? Ja, extrem. Oh, wenn das mal kein fetter Burger ist, Alter. So, okay. Ey, das ist ja so ein guter Burger. Hier auch nochmal. So, also ich würde sagen, doch. Was, bist du schon fertig? Ich muss sagen, doch. Echt? Okay, nicht schlecht. Oh mein Gott, das ist so ein wichtiges Detail, was dein Burger aus den Socken hauen wird, ne? Das ist jetzt so wichtig gerade gewesen. Bist du ready oder was? So, warte. Okay, ja, ich bin ready. Okay, 3, 2, 1, go! Yeah! Yo! Oh, was? Deiner sieht auch nicht schlecht aus, Alter! Ah, das auch wichtige Details, okay. Ja, ich hab einen Cheeseburger, was ist das für einen? Mit so roter Soße dazwischen. Ich hab so einen Triple Cheeseburger mit Tomaten dazwischen. Okay, auch nicht schlecht. Ja, sieht gut aus. Okay, nicht schlecht. Wir schlagen uns gleichzeitig, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, wer macht die besten Pommes? Oh! 3, 2, 1, go! Okay, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich hab da nämlich direkt schon eine richtig gute Idee. So. Dann ist hier auch ganz, ganz wichtig. Ja, das wird eine gute Sache jetzt hier werden. So. Ja, okay. Und jetzt wichtig nochmal hier einmal so. Einmal so. Oh, ja. Okay. Yeah. Das keine krassen Pommes. Okay, 3, 2, 1, go! Alter, was hast du denn da gemacht? Was ist denn da oben bei deiner Frisur los? Hä? Ich weiß auch nicht. Ey, aber sieht cool aus. Sieht richtig, richtig cool aus. Warum ist das 3D geworden, hä? Ja, weiß ich auch nicht. Weißt du, es ist 2D. Alter, das ist aber auch viele Pommes. Okay, hatten wir auf jeden Fall dieselbe Idee, muss ich sagen. Ja, ähnliche Idee, ja. Safe. Ganz, ganz ähnliche Idee. Lass uns machen als Finale. Wer malt den besseren Kuchen? Okay? Oh, okay. Kann alles sein. Also ist egal was. Okay, dann würde ich sagen, let's go! So, ich jetzt auch hier schön einmal einen deftigen Kuchen, sondern hier ganz wichtiges Detail jetzt hier gleich. Schon mal nicht schlecht, also schon mal der Boden, ne? Der Kuchenboden. So, was kommt da noch rauf? Ganz wichtiges Detail ist hier gerade auf jeden Fall gewesen. Okay, jetzt kommt hier schön Zuckerguss drauf oder was machst du da schon drauf? Einmal so richtig. Was ist dein Lieblingskuchen? Boah, Schokokuchen muss ich auf jeden Fall sagen. Ja, ne, ist lecker. Schokokuchen ist echt das allerbeste. Sehr lecker. So. Oh. Sagt ja, meiner ist auf jeden Fall eine Gewalt. So, dann kommen hier noch ganz wichtige Teile raus. So. Okay, auch ganz wichtig. So, ich mache gerade ganz wichtige Sachen. So, okay, also, bist du fertig? Zack. Ich würde schon sagen, ich bin fertig. Dann zeig mal her! Warte, ich bin noch nicht so weit. Zeig her! Ja, okay, komm, ich hol raus hier. Und das ist er! Was? Boah, deiner sieht auch krass aus. Alter, deiner ist ein Geburtstagskuchen. Ja, Alter, heute nicht schlecht gewesen. Hey, richtig gut gemalt. Sehr gut! Oh nein, Kasper! Wie komme ich jetzt hier rüber? Gute Frage, ich kann nämlich nicht mehr springen. Einfach hier die Leiter, auf die hier steht. Ich kann auch nicht springen. Zack. Hä? Rüber nee, warte hier. Mal. Ich glaube, wir müssen hier selber etwas zeichnen, bauen. Und jetzt kann ich es platzieren. Oh mein Gott, warte mal. Guck mal. Ja, du hast recht. Oh mein Gott, Alter, nicht schlecht. Aber du musst es mal mitnehmen. Warte. Muss ich es mitnehmen? Nein, oder? Oh doch, theoretisch kann man es mitnehmen, ja. Okay, warte mal, hier ist eigentlich ziemlich simpel. Hier muss ich einfach nur so. Guck! Ja, sehr gut, Alter. Du hast ja voll das krasse Ding direkt gemalt. Guck mal, hier mach ich mal für uns. Guck mal hier, zack. Oh, okay, das kleine Ding, da kommen wir leider doch nicht mehr hoch. Was ist denn das? Guck mal. Hä? Ich hab noch eins, kannst wieder hochgehen. Kannst du mal wieder neu machen, oder was? Alter,
Die machen ja richtig krasse Dinger. So, ich mach mir. Hast du mal eine Leiter für mich? Warte mal, hier so, bauen. Hier, warte, ich hatte das eben. Hey, wieso kann ich. Ich kann meins nicht nehmen. Ich kann meins. Ich komm. Hä? Warte, ich pass auf. Hier, schnell. Geh hoch. Ja, okay, okay. Okay, okay. Wir müssen nach ganz oben. Ja, komm, wir gehen hier lang. Genau, wir müssen nach ganz oben. Ey, oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Okay, hier geht's so ein bisschen, ja. Wie geht das? Ja. Ja. Und jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Okay. Ja. Ja. Oh, schnell, schnell, schnell. Und nimm's weg, nimm's weg. Ich hab echt das beste Teil gebaut, ne? Ja, das ist richtig, richtig gut. Okay, Alter, das ist auch ein krasses Ding. Okay, warte mal. Ich glaube, wenn ich jetzt hier platziere. Ey, die Nerven. Nein. Oh Gott. Okay, ich glaube. Oh, yo, du hast mich hochgeschoben. Was? Korrekt, danke. Baue ich immer direkt das nächste. So, bauen. Kann ich. Oh mein Gott. Ha! Was? Okay, pass auf, und zwar, ich glaube, ich male jetzt hier mal was anderes. Zack. So. Zack. Geht das? Nee, reicht nicht. Okay, wir können noch höher bauen, sehe ich gerade. Guck mal, jetzt kann ich doch das einfach so machen, oder nicht? Lol. Zeig mal, warte mal, was hast du da gebaut? Ich kann hochklettern. Ja. Yo! Ja, ja. Alter, richtig gut. Okay, warte mal, bauen wir da, ja? Ich kann jetzt mal klettern. Lass mich hoch. Ja, okay, sehr gut. Alter, er hat Tisch einfach hochgelassen. Komm hoch hier. Guck mal. Alter, wie geil. Easy peasy. Wow. Alter. Guck, wie schnell man da einfach hochkommt. Nein. Mit. Okay, so. Hast du jetzt runtergefallen? Ja, selbst schuld, Alter. Ey, warum machst du denn jetzt weg? Ach so, sorry. Sorry, nicht gesehen. Oh. Okay, warte mal, er kommt. So. So, hier. Ey! Oh. Einer nach dem anderen! Hey. Wo ist meins? Gott. So. Nein! Nein! Es ist runter. Oh mein Gott. Bro, ich hab's. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das so? Warte, ich kletter hoch. Oh! So, Alter! Zack. Nein, es ist zu weit unten. Zack, komm schon! Nein! Nein, es ist ganz unten. Ich baue gerade ein neues. Lösche dein aktuelles. Wie kann man das denn löschen? Bringe meine Zeichnung zurück. Oh, das kostet 15 Robux. Nee. Ach, da oben. Komm her. Pass auf. Oder? Ja, okay. So, und dann? Ja, so. Und nach oben schnell. Okay, und mitnehmen. Ja! So. Hey! Hey! Bitte! Ich schieb sie erst runter! Was macht ihr denn? Ich muss hier mal hoch, Ey, hier ist es so schlecht gebaut, Bro. Ja, ich hab noch wo denn? Hier ist, glaube ich, die erste Checkpoint. Hast du nichts mehr? Echt? Ich muss mir meins zurückkaufen. So, jetzt habe ich meins zurückgekauft. Okay, warte, ich gehe schon mal hier in den nächsten hoch. Weil ich glaube, hier ist der allererste Checkpoint oder sowas, ne? Yo! Schnell mitnehmen! Nein! Da hat die selbst Schuld. Okay, sehr gut. So, nächstes. Das kostet so viel. Oh mein Gott, Checkpoint. Sehr gut. Okay, warte mal. Sprung aktivieren. Was ist das denn hier? Wie soll man denn jetzt hier bauen? Warnung. Nein, es rutscht weg, Bro. Was ist das denn für ein Bait gewesen? Wieso? Warte. Pass auf, du musst es hinfallen lassen und dann direkt raufspringen. Ah. Ja! Oh. Ja, danke! Oh mein Gott! Alter! Pass auf, nimm schnell mit! Sonst fällt runter. Alter, das war knapp. Ach, da war... Oh mein Gott, da geht's runter. Oha. Okay, warte, das ist kein Problem, Kollege. Kein Problem. Hallo. So. Bitte, darf ich mal hochgehen, bitte? Lange. Ja. Komm außen und hoch. Zack. Guck mal, was ich machen kann, warte. Ja. Der will nicht richtig hoch. Jetzt. Okay, sehr gut. So, mitnehmen. Hast du ihn geschubst? Nee, nicht so wirklich. Mein Ding ist perfekt, was ich gebaut habe, ne? Ja, ich komme damit überall hoch. Ja, guck mal, die so. He bought the slab. Wenn die wüsste. Hast du doch gekauft? Alter! Juhu, ich hab die Fliegen gesehen, ihr ganz Oh mein Gott, die ist komplett runtergeflogen. Nein, die Arme, Alter. Oh mein Gott. Die wusste auch noch, dass ich das Ding gekauft habe. Die Arme, Alter. Okay. So, warte, ich gehe ja kurz nach oben. Alter, ich sag dir das Ding, was ich gemalt habe. Bestes. Ja, also ich muss aber sagen, meins ist auch nicht schön. Aller Zeiten. Viel cooler als dieses Leiterspiel. Nein! Stimmt. Komm bei mir einfach hoch. Geht hier. Was hast du denn eigentlich für ein Ding? Was ist da jetzt so komisch? Du meinst, es ist gar nicht komisch, das ist perfekt. Mach mal. Okay, ganz vorsichtig jetzt hier hoch. Ich hoffe, dass da gleich mal ein neuer. Hey! Wie kann man so unkorrekt sein? Hä, wieso? Bro, ich will Rad oben und dann nimmst du's weg. Ach so, ja, ich dachte, das ist noch ein eigenes. Ja, hab ich doch auch, aber trotzdem. Ich kann ja das einzige. Ja, ich gehe ja kurz easy hoch halt, ne? Na gut, ich auch. Guck mal, wie ein Profi hier hochgeht. Oh mein Gott, da war gefährlich gerade. Wieso, was war da gefährlich? Ja, da, pass auf. Pass auf da! Pass auf da! Guck mal, ich kann jetzt hier, guck mal, weil mein Ding so krass ist, kann ich, glaube ich... Ey! Ja, danke! Alter, du hast mich runtergeschubst! Ja! Du hast mich komplett runtergeschubst! Nein, bist du ganz unten jetzt? Alter, fast! Guck mal!
Komm bloß wieder nach oben, Alter. Du hast fast runtergeschubst. Was soll das? Tut mir leid. Warte, bring meine Zeichen zurück. 15 Robux. Ich kann doch auch runterkommen zu dir. Hey, die hat sich hier hin tippet. So, 15 Robux hier. Ah! Okay, so passt es. So. Komm ran hier. So, ja, Moro, ich mach jetzt auch gerade, weil du mich runtergeschubst hast. Sehr gut. Ich habe hier für dich auch schon die nächste Treppe gebaut. Aber passt da bloß so auf. Oh Gott, komm schon rüber. Guck mal, warte. Ja, nochmal. Hau die runter! Hau die! Jetzt! Hey, ich muss nur 20 Sekunden warten. Nein, komm schon. Ach so, okay. Komm rüber. Okay, mach ab. Okay. Ja! So, hier hoch. Leiter. Ey, Bro, nimm doch meine einfach. Aua! Alter. Das zieht Leben ab. Aua, ich krieg Schaden. Ah! Ja! Nochmal. Komm hoch da. Komm hoch. Oh, mach weg. Also jetzt eigene Dinger. So, übers nächste rüber. Ey, was machst du jetzt einfach weg? Oh, sorry. Ja, du hast doch einen eigenen, oder? Ja. Nein! Alter, fast runtergefallen, das Ding. Komm hoch hier schnell! Ja, mach weg. Okay, weiter. Pass auf. Warte. Okay, hau die jetzt runter. Ja! Ja, noch weiter! Komm schon, bitte fall! Nein, Mann, ey, die nervt. Fast. Danke. So. Hey. Oh nein, ist nicht hoch genug gebaut. Oh, ihr habt mich gepusht, danke. Was? Oh mein Gott, korrekt von euch. Das ist eine Rutsche. Du musst einfach nur oben dran laufen. So, jetzt musst du hier hoch bei mir. Hier, komm her. Und jetzt musst du auf die Rutsche drauf. Auf das Gelbe, genau. Ja. Oh Gott, sehr gut. Da unten liegt die, Alter. Ja. Das ist schön. Guck mal, wie die runterfällt gleich. Oh mein Gott, 50 Meter. Sind wir hoch jetzt, ne? Yo, Checkpoint, sehr gut. So, ich gehe kurz hoch. Ich ganz entspannt. Ja, ich auch. Ich bin ja auch schnell hier. Easy. Oh mein Gott, kann man sich zurücktippen? Wie jetzt? Oh. Warum sollte man das machen wollen? Komm hoch hier bei mir. Nein! Bro, nein! Das ist bei dir mit. Jetzt. Ja, warte, komm jetzt. Okay. So unkorrekt. Platziere es extra hin. Ja, ist doch gut. Ich habe meine Latte geholt. So, guck. Nein! Oh, Bro, ich falle runter hier. Und jetzt ist die im Weg. Unglaublich. Aber wo bin ich denn jetzt hier? Das ist eine Sackgasse oder so. Oh ne, ist eine Abkürzung. Okay, ich muss das Ding noch mal ein bisschen neuer machen. Ey, Digga! Oh mein Gott! Was? 74 Meter! Wo bist du? Hier oben über dir bin ich, guck mal! Hä, warum? Wir haben beide unsere Leiter ineinander geplatziert und dann bin ich hochgeflogen auf einmal, weil ich gerade drauf stand. Was? Alter, die Abkürzung des Lebens! Okay, warte, ich komme. Bauen. 74 Meter, Bro, ich bin so hoch jetzt. Das ist ja frech. Warte, ich muss mein Ding mal löschen, weil es einfach zu wenig. Warte mal, so, zack. Nicht hoch genug, meinst du? 74 Meter auf einmal nach oben geflogen. So, meine Zeichnung wurde erstellt. Korrekt, Alter. So, jetzt hier mitnehmen. Hey, nein. Kann ich die nicht mitnehmen? Doch, ja, ich hab sie mitgenommen, okay? Warte auf mich. Ja. Ah! Nein. Bist du auch oben, oder was? Ja, ich hab ihn runtergeschubst. Oh mein Gott. Ja, sehr gut. Oh mein Gott, er schreibt gerade irgendwas. Nein, der arme, Alter. Der arme, ich hab ihn so weggeschleppt. Komm ran hier, wo bleibst du denn, ne? Da drüben läufst. Ach, da bist du. Okay, bist du fast schon oben. Ich bin schon am Start. Guck mal, ich bin noch schneller. Sprung aktivieren? Kann man das kaufen jetzt oder einnehmen? Ja, kann man kaufen. So, warte mal, jetzt hier. Zack. Bist du aufgegangen? Nein. Vorsicht, Lücke. Hau die runter, da kommt schon wieder die eine mit dem. Da siehst du die hinter dir? Hau die weg! Hilfe! Hau die weg! Hilfe! Hau die weg jetzt! Kannst du? Nein! Los. Noch nicht! Okay. Ha! Ja! Oh nein! Nein, du haust sie voll schlecht weg die ganze Zeit, Alter. Du triffst ja gar nichts. Ja, dann komm, geh mal hoch da. Komm, Gabriela. Oh mein Gott. Er ist runtergefallen. Ah! Ja, ich kipp hier ein Ding runter! Ey, er hat mein Ding runtergekippt. Bist du auch gleich schon über mir? Wie hoch bist du? Ja, ich lieg! Was? 140 Meter war ich gerade. Ich bin ganz oben. Wie? Alter, du musst dir so ein Ding bauen. Du musst dir eine Leiter bauen. Mit irgendwie so immer einen Knopf, einen Punkt dazwischen frei. Und dann musst du dazwischen gehen. Dann fliegt das Ding nach oben. Hä? Bro, ich bin ganz oben. Guck mal hier oben. Guck mal nach rechts oben. Hier oben. Guck mal hier. Ich bin bei 140 Meter gewesen. Wie hast du das denn jetzt geschafft? Bro, ich bin der andere Hacker, Alter. Wie soll mein Leiter aussehen? Was hast du gemacht? Du musst immer so rechts, links, immer genau einer dazwischen. Sowohl nach oben ein Platz frei, als zur Seite sozusagen. So, warte, ich habe hier gerade sehr wichtige Mission. Bro,
Ich bin ganz oben, Checkpoint. 100 Meter. Ja, ich bin als Erster ganz oben. Ich bin noch neben dir. Ja und? Nicht schlecht? Ohne, sehr gut. Ohne Cheaten. Du bist zweimal in die Luft geflogen. Aber hier geht's ja noch höher, oder nicht? Nee, es ist höchster Punkt. Ey, aber warte mal. Komm, wir probieren es jetzt mal aus. Pass auf, ich zeig dir mal, wie es geht. So? Hier ist er noch weiter. Ja, da geht's nur wieder runter nach ganz oben, glaube ich. Pass auf jetzt. Und jetzt muss man... Hinten. Oh ja, stimmt, du hast recht, da geht's ja noch weiter. Da geht's weiter, was redest stimmt. du? Stimmt. Das hab ich gar nicht gesehen, Alter. Hä? Yeah. Hallo! Au! So, oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich komm. Ist du tot oder was? Ich flieg schon wieder mit meinem Ding rum hier. Ja, warte, okay, wie muss ich das malen? Nein, ich bin tot! Nee, oder? Ja, du spawnst doch hier. Okay. Pass auf, ich zeig dir, wie man das malen muss. So, guck mal, wie ich mal jetzt gemalt habe. Und dann musst du dazwischen gehen. Musst du schräg da reinlaufen. Das musst du einmal stillstehen jetzt hier, das Teil. Hilfe! Oh jetzt. Nein! Jetzt pass auf! Oh. Pass auf! Hilfe! Yeah! Nein, ich geh schon wieder drauf, Alter, Mann. Ich will jetzt mal deinen Trick ausprobieren mit dem neuen Berg. Ja, das ist voll krass, Ich mach jetzt hier, Okay, wie soll der jetzt gehen? Wie muss ich das malen? Also, ich mal das Ding jetzt einmal vor und dann kann man nach ganz oben fliegen. Funktioniert nicht. Das war einfach nur Glück. Das kann nicht Glück gewesen sein. Zweimal? Das ist doch locker Schiebung oder was? Ah, okay, vielleicht war es auch nur Glück, keine Ahnung. Das war Glück. Aber wir sind immerhin ganz oben auf den Gipfel gekommen, ne? Ich weiß. Punkt getroffen. Und beim zweiten Part gehen wir noch den Rest hoch. Ja, na gut. Kaspar, was geht? Wo sind wir? Wir sind jetzt gerade, wie du rechts sehen kannst, in den USA. Und wir mit Zumbieren bis ganz nach unten uns nach China runter zu graben. Alter, einfach nach Beijing, ne? Alter, da werden auch iPhones gebaut, glaube ich. Das sind aber 10.000 Klötze. Das bedeutet, dass es hier mit den normalen Bomben... Oh mein Gott, Leute, die wurden gleich reingesprengt. Ich weiß. Und wir haben natürlich auch hier die krasse Halloween-Edition, wo wir auch nach Chinatown gehen können. Okay. Oh mein Gott, auch krass. Ach, da können wir Süßes und Saures spielen. Genau, wir können nämlich uns ein paar neue Bomben holen, die nämlich zum Verkauf sind. Denn wir haben auch nur 6 Minuten 60 Zeit, um uns halt so richtig krasse Bomben zu holen. Warte mal. Hä, kann man das jetzt einfach holen? Ich glaube, ich muss mir hier eine richtig krasse Bombe holen. Und zwar hole ich mir jetzt hier für 500 Robux eine Kartoffelbombe. Was? Oh Gott. Hast du die da im Haus bekommen oder was? So, die habe ich mir jetzt hier für Robux geholt. Mal gucken, ob die jetzt krass ist. Ich lege jetzt mal ein paar Kartoffeln. Komisch, ich glaube, siehst du das? Alter, ich sehe es ja. Oh mein Gott, guck dir das an. Oh mein Gott. Alter! Oh mein Gott, die Kartoffel ist ja richtig krass. Digga, was haben die gemacht? Was ist denn das hier? Die Kartoffel ist ja unnormal heftig. Guck mal, hier liegt was. Nicht, nein, du hast es kaputt gemacht. Hier ist ein Skelett, Stimmt, ich sehe es, Alter. Guck mal, man kann das alles einsammeln. Das ist ein Skeletten. Lol, Schatz eingesammelt. Denkst du, wir können so einen Schatz finden, oder was? Oh Gott, oh Gott. Ja, glaube ich. Oh Gott, da sind ganz viele Kartoffeln jetzt. Da sind ganz viele Kartoffeln, Kaspar. Vorsicht. Oh, warte mal. Da ist, glaube ich... Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass wir da auf jeden Fall alles haben. Dass ich das mal irgendwie in der... Oh Gott, in der Wand festhängt oder so. Meine machen gar keinen Schaden, meine Bomben. Ich glaube, deine machen ja 10-mal mehr Schaden. Vor allem, ich kann die auch so richtig krass hinlegen. Vor allem, wenn du die aufhalten würdest, irgendwie. Die kannst du aufhalten. Ja, warte mal. Lass mal höher noch. Und dann geh mal höher über mich. Und dann lass mal gucken, ob du die an mich machen kannst. Ja! Stimmt! Oder? Du droppst die rein in den Stein, dann despawn die, glaube ich. Ah, okay. Glaubst du? So muss sie droppen. Okay, mach mal. Okay, warte. So, ich werde... Ich kann die aber nicht auffangen. Oh Gott, das müsste... Ey, wir haben nur noch 5 Minuten. Ich weiß. Und Alter, jetzt kommen richtig viele Bomben gerade doch von dir. Okay, komm jetzt. Oha! Wie tief wir jetzt schon sind. Aber guck mal rechts an der Karte. Wir sind noch übelst hoch. Ich weiß, wir sind nicht mal bei der Hälfte. Oh Gott. Wir sind nicht mal bei einem Drittel gefühlt. Alter, was? Wie tief geht's hier bitte schön? Oh mein Gott, die Kartoffelbomben! Hey, die ist so heftig. Wow! Warte mal, da ist ein Stück Knochen wieder. Wo denn? Hast du's? Nein, jetzt konnte ich es nicht einsammeln. Jetzt ist es weg. Ich bin aber über dir. Das ist nicht hier. Der sammelt es ein. Das ist da so ein braunes Stück Knochen. Das musst du einsammeln. Das ist hier nicht oben. Sag doch gerade, oder ist es runtergefallen jetzt? Ja, aber ist es nicht, dann ist es wohl runtergefallen. Ey, du musst mal aufhören, Kartoffeln zu legen, bitte! Alter! Ich bin der Kartoffelkönig. Mann, ey,
Man wird hier immer weggesprengt wegen deinen Kartoffeln. Ich guck mal, ob ich die irgendwie oben liegen lassen kann, aber gerade nicht. Alter, hier geht's so weit, ne? Ich sehe es gerade. Die Hälfte haben wir jetzt einfach schon. Komm schon, jetzt hier irgendwie alle holen. Ey, das Ding ist, lass mal einmal wieder nach oben, oder? Komm, lass mal nach oben wieder. Wieso nach oben? Wir haben nur noch 3 Minuten Zeit, um nach unten zu kommen. Wir sind gerade bei der Hälfte. Ja, wir haben jetzt ja ein Riesenloch, wir können ja alles runterspringen einfach. Nein, ich bin gerade schon dabei. Wir sind hier am absoluten Boden. Weil wer weiß, was da noch alles versteckt war unter der Erde, weiß man ja nicht. Oh mein Gott. Ja, ja, das stimmt. Oh! Alter. Das ist so krass, ne? Komm schon, ich hol noch mehr Kartoffeln. So, alle Ablegern hier, hallo. Jo. Okay, hier oben. Ja. Können wir mich auch noch mal jetzt welche hinlegen. Wow! Ey, die... Alter! Alter! Wie viele Bomben kommen gerade von dir hier? Oh, jetzt hast du das... Alter, ich leg so viele. Du hast perfekt hingelegt. Alter, stimmt. Wow! Ey! Alter, das ist so krass, ne? Alter, da wurde einer aufgehalten. Wir haben nur noch 3 Minuten Zeit. Guck mal da runter, guck mal da runter, guck mal, wie ich die Bomben runterschmeiße hier, guck mal. Oh! Oh! Alter, das ist mich gerade voll runtergehauen. Ich bin schon fast ganz so weit unten. Alter, guck, wie tief es einfach ist. Komm schon jetzt hier. Oh mein Gott. Oha. Oh mein Gott. Oha. Ey, wir könnten sogar von oben jetzt einmal noch mal ganz nach unten einmal durchfallen, ne? Das wäre auch krass. Ich glaube, nee, wir haben noch, oder haben wir schon? Ich weiß noch gar nicht. Ja, jetzt hier so viel es geht. Ja, so. Halloween, komm schon, hier, alle Bomben. Alter, ich habe gerade so viele Kartoffeln hingelegt. Oha. Du kannst oben auf Autospawn machen, ne? Du kannst auch Autobomben machen. Ja, das wäre zu krass, glaube ich. Dann legt der, mach mal, dann legt der 1000 Stück auf einmal oder so. Geht viele. Ich klicke schon gerade so schnell, wie ich kann. Alter! Alter! Oh mein Gott! Wir haben noch 2 Minuten Zeit, Kaspar. Noch 2 Minuten Zeit. Oh mein Gott, das ist doppelter Krater. Hier, siehst du das? Ich sehe es gerade. Alter, du hast überall gedroppt. Oh mein Gott. Oh! Was geht hier ab? Sind wir schon in China? Ich bin in der Hölle! Oder so. Alter, ich bin gerade auch krass in der Hölle. Okay, lass mal nach ganz oben gehen. Bin ich. Und jetzt? So, ich bin ganz oben. Und jetzt werfe ich nochmal ganz viele Kartoffeln runter. Ich auch, ja. Lass uns den außen rumlaufen. Wir machen richtig viel Schaden. Ey, du hast mich runtergeschubst. Oh mein Gott. Oh. Wie tief. Au. Alter, wir sind noch bei der Hälfte gerade mal. Eine Minute nur noch. Oh nein. Oh. Au. Aua. Weiter runter. Ja, ja. Alter. Oh mein Gott, wie weit fällt man? Oh, ich rutsche aus. Ich bin gleich in China. Eine Minute noch, komm. Oh mein Gott, ich bin auch fast in China. Ah, oh. Hast du's? Was? Ich bin in China. Oh, ja, ich auch. Und wie das hier aussieht. Alter, wie krass sieht das hier aus? Hier sind ganze Details noch hier von den Dingens. Einsammeln, Alter. Schatz nehmen. Oh mein Gott, komm, wir müssen noch irgendwo. Hä? Hey, wir konnten nicht mehr, weil wir schon ganz unten waren. Lass mal kurz zu dem Trick and Treat hier vorne hingehen. Wir haben nämlich da vorne bei Chinatown noch die Möglichkeit, uns da richtig coole Sachen, glaube ich, noch zu kaufen. Alter, und ich glaube, wir können da auch Süßigkeiten einsammeln, so Kürbisse oder so, ne, oder? Komm, wir könnten auch zum Pro-Server hinfliegen. Alter, was ist das denn? Der ist, glaube ich, noch viel krasser, ne? Okay, komm. Ey, aber auch, ich muss schon sagen, richtig cool auf jeden Fall, dass wir jetzt gerade eben einfach in China waren, Kaspar. Oh, yes! Oh, du kannst an die Türen rangehen! Lol, dafür bekommst du Süßigkeiten! Ich sehe es gerade, ich habe 400 Candy bekommen von dem einen. Ich habe 850 bekommen! Alter, und hier kannst du Candy Exchange in einem Haus. Und jetzt kann ich mir Bomben holen von den Süßigkeiten. Okay, warte, ich mache hier 400, da habe ich 400 Punkte. Lol, das war ja richtig cool. Kaspar, unsere Mutter ist da unten versteckt. Wir müssen sie finden. Nein, hier unten irgendwo drinne. Warte, ich mal, weiß, ich guck mal, wir Idee. Können... Oh mein Gott, was machst du? Oh mein Gott, wir können Bomben legen. Was? Wir können hier einfach echt Bomben legen. Okay. Und alles lass uns mal probieren. Lass mal probieren, hier die Mutter zu finden von uns. Und... Okay, ich hab das Gefühl, die ist in dieser Ecke hier. Wir müssen uns irgendwie ein bisschen aufteilen, oder? Oh mein Gott. Nicht gleichzeitig. Oh mein Gott, ich hab grad... Alter, du warst schon voll das tiefe Loch da. Yo! Alter! Wow. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Kommst du wieder raus? Du musst drauflegen, zurück zur Oberfläche. Das geht dann. Boah, okay. Guck mal, ich kann jetzt Mutter finden. Oh. Ja. Das Ding ist, die ist mit ihrem Rollator in irgendeine Höhle reingefahren, ne? Oh nein, das heißt, du musst jetzt probieren, sie zu finden, oder was? Ja, die ist hier irgendwo versteckt unter dieser ganzen Erde. Okay, dann lass auf jeden Fall so doll klicken, wie es geht. Ich glaube, wir können auch sogar andere Bomben verwenden, ne? Das heißt, wir können uns andere Bomben im Shop kaufen. Ja, ja, die ist wahrscheinlich richtig tief, unsere Mutter. Die ist richtig reingebohrt mit dem Rollator.
Guck mal, ich kann. Ich habe auf jeden Fall gehört, es ist 5 Kilometer tief hier. Ich habe jetzt einen Molotow geholt. Ich glaube, es ist jetzt stärker oder so, ne? Kann das angehen, oder? Sag mal. Boah, ich glaube, es ist deutlich stärker. Okay, ich gehe jetzt hier mal nach unten. Okay. Alter, das ist extrem stark. Du hast hier schon so ein krasses Loch gebohrt. Alter, das geht richtig tief hier. Alter, wir können ja richtig coole Sachen machen, ne? So, wir können auch sogar eine Atombombe sogar kaufen gleich. Nee, ich habe die noch nicht gefunden. Die ist wahrscheinlich hier irgendwo. Die könnte ja überall sein, ne? Warte, die könnte überall sein in diesem ganzen Bereich. Aber ich gucke hier einfach ein bisschen rum. Alter, das ist, wir gehen hier so tief rein, ne? Wir gehen hier so tief rein. Ich meine jetzt hier die ganze Oberfläche jetzt mal so, dass wir uns allgemein ein bisschen weiter runtergraben. Die können sich nämlich überall verstecken. Ja. Nicht, dass sie auch direkt gleich an der Oberfläche ist, aber wir haben ja einfach noch keine Sachen gelegt. Deswegen liege ich gerade überall hier oben. Stimmt. Alles weg, dass ich hier alles einmal weggesprengt habe. So. Das Problem ist, du siehst ja oben die Zahl, ne? 5000 steht da bei dir, glaube ich. Oh ja. Und das ich sehe es. 5000 ist die Erde tief und du kannst ja mal in so ein Loch reingehen. Weißt du, wie viel wir durchstöbern müssen, damit wir die finden? Das Problem ist, wir haben nur noch 6 Minuten 45 Zeit, um unsere Mutter zu finden. Sonst wird sie unten einfach ersticken. Hier hat er gar keine Luft mehr. Oh mein Gott, okay, warte mal, wir müssen schneller gucken. Ich stoppe jetzt überall, weil ich hier noch ein bisschen Ich mache gerade so viel, wie es geht. Alter, es geht ja so. Alter, hier ist er schon richtig tief unten. Was? Oh mein Gott. Was ist, wenn sie ganz unten ist? Glaubst du, die könnte auch ganz unten sein? Könnte auch sein. Könnte auch sein, ja. Oh, guck mal, ich mache jetzt hier alles. Boah. Also ich glaube, ich grab mich jetzt einfach hier mal ein bisschen nach unten. Mal gucken, ob die hier kommt. Ey, das geht so tief gerade, ne? Ich sehe schon alles. Ich weiß ja auch nicht genau, wie sie aussieht, weißt du? Die kann ja hier überall sein, in jedem Bereich. Alter, ich habe mich gerade hier auf der einen Seite so extrem tief gebuddelt. Ich bin schon auf 4000. Wie hoch bist du gerade? Ja, 4200. Ja, ich auch. Das Ding ist, wir hätten sie jetzt schon übersehen können, wenn sie in irgendeinem anderen Loch ist, weißt du? Weiß man ich da auch weiß, nicht. Ich weiß, es ist richtig doof, ist richtig schwierig. So viel Deswegen, Platz noch. Ich glaube mal, ich werde jetzt mal ganz kurz eine Atombombe holen. Für zeig mal. 200 Robux ist natürlich auch schon krass, was ne? Was gibt's überhaupt so im Shop? Atombombe? Komm. Größere Atombombe? Star-Atombombe? Was gibt's hier? Ich kaufe jetzt erstmal eine normale Atombombe. So, soll ich die ganz unten droppen oder soll ich die lieber hier oben droppen? Was glaubst du? Die kannst du nur einmal droppen? Ich droppe die jetzt nur einmal hier. Oh mein Gott. Nein, die kann ich jetzt häufiger droppen. Nein. Du kannst sie unendlich droppen. Mach richtig rein da, richtig rein Alter, da überall. Guck mal, warte jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich das oben gemacht. Oh mein Gott. Guck mal, ich habe die ganzen Atombomben. Ist die schon irgendwo? Oh. Da oben ist irgendein Block, der nicht weggeht. Alter. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott, wir fallen. Ist sie da? Ist sie da? Nee, da möchte ich. Ich dachte gerade. Mach mehr Atombomben hin, komm überall. Alter, die sind der Geisteskrank. Oh mein Gott. Was? Hier ist schon Stein. Hier ist ein halber Krater. Oh mein Gott, okay, weiter runter, wir müssen weiter runter. Ich sag dir, die kommt hier irgendwann. Es könnte gut sein. Wir können ja mal hier komplett auf den Boden gehen, auf der Seite. Ja, komm, wir gucken. Alter! Ey, mein Molotow bringt gar nichts mehr. Alter, was passiert? Drück noch schneller. Ich frage mich jetzt, wenn wir noch die Zar-Atombombe haben, weißt du? Die größere Atombombe erstmal. Mal gucken. Die sieht ja auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Für 800 Robux. Ja, wir haben nur viel und Zeit, unsere Mutter zu finden. Ja, stimmt. Okay. Okay, jetzt habe ich hier die größere Atombombe. Alter, du bist lebensmüde. Okay, komm. Oh Gott. Oh mein Gott, was? Was? Wie viel sprengt die weg? Das hat hier alles weggesprengt. Okay, du musst jetzt auf jeden Fall oben alles freimachen. Mach das. Ich mal jetzt hier oben, ich gehe. Wir haben nur 3 Minuten 44 Zeit, um unsere Oma, unsere Mutter zu finden. Alter, ich sehe gerade, guck mal, pass auf, ich lege jetzt hier oben die Atombomben rauf. Oh mein Gott, das kann sowas werden. Oh mein Gott. Alter. Okay, noch weiter. Das bringt... Die finden wir safe, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Krass. Alter, krass. Guck dir das mal an. Hier bleibt ja fast gar nichts mehr über. Oh nein, hier rechts ist noch viel über jetzt. Alter, wie tief ist das Loch schon? Hier rechts ist noch mal viel über. Ich gehe rauf, falls hier sein sollte. Okay, so. Ich probiere gerade. Ich habe halt nur Molotow. Ja, okay, ich probiere gerade hier irgendwie. Ich glaube, vielleicht brauche ich noch eine größere Atombombe. Weil jetzt habe ich. Die können jetzt nämlich theoretisch einfach hier sein, weißt du? Achso. Oh, ich kann hier hochklettern. Alles gut, ich kletter hoch gerade. Ich kletter hoch hier. Ich bin hier oben. Ich mach hier gerade schon. Die ist hier nicht. Wie glaubst du? Nee, die ist hier leider nicht. Oder? Also, wie sieht's aus? Wie sieht die überhaupt aus? Ich hab's voll vergessen. Ich glaube, die sitzt Alter, in so einem Rollator. Alter, es geht so tief. Alter, es geht hier so tief. Dann ist sie auch ganz unten, weißt du? Könnte ja auch sein, dass sie ganz unten ist. Ja, kann auch sein. Komm, bau weiter durch. Einfach alles raushauen.
Alter, ich bin bei 1700. Alter. Ey, was passiert hier? Yo, ich bin jetzt mittendrin in deiner Explosion. Das ist so fett hier gerade. Was? Da war sie? Da war so ein Krater. Nee, aber ich hab mich verguckt, glaube ich. Nein. Alter, jetzt sind wir schon bei Lava. Wir sind schon bei 900 jetzt gerade. Oh, jetzt liegen die oben. Jetzt geht's ab. Oh mein Gott. Jetzt geht's ab. Oh mein Gott, das ist so krass. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Alter, dann haben wir nur 2 Minuten Zeit. Wir haben nur 2 Minuten Zeit, um die zu finden. Ah, ich bin unten. Nein, ich bin schon bei Minus. Ich bin schon minus 22. Was? Die muss hier sein irgendwo. Okay, kann doch gar nicht Minus sein, oder? Ich weiß nicht. Ich mache hier gerade zu viel, es geht doch. Ey, die ist niemals in diesem kleinen Bereich, den wir eben noch nicht freigesprengt haben. Niemals. Glaubst du? Die muss hier noch kommen gleich. Alter, was? Ich bin auch gerade Minus. Hä? Ich bin schon minus 500. Okay, ich hole mir jetzt nochmal... Wo ist die denn jetzt? Ich hole mir jetzt die Zar-Atombombe für 1200. Und wer wird jetzt die Zar-Atombombe? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oha. Oh mein Gott, guck dir an, was hier... Alter! Oh, die explodieren jetzt gerade in der Luft, Alter, ne? Alter, komm, wir müssen nach unten. Oh mein Gott! Oh mein Alter. Gott! Oh mein Alter. Gott! Alter! Was? Schaden macht das? Das geht so tief gerade! Die sprengt ja alles weg! Die sprengt das ja komplett die ganzen... Die sprengt alles weg! Ich weiß nicht, wenn die hier irgendwo sein sollte... Alles gerade kaputt! Warte mal! Weiter, und da kommt die! Die kommt da, glaube ich! Mach weiter, schnell! Da ist sie was! Das werden wie so Leute zu grün! Siehst du es nicht? Oh jetzt. Mein Gott! Oh mein Gott! Mamas Haus! Wir haben es geschafft! Wir sind bei ihr! Wir sind bei, ja, wir das, sind bei unserer das Mutter! Das glaube ich nicht! Was? In der letzten Sekunde? Lass mal erkunden, zeig mal! Guck mal, hier, wir sind endlich wieder zu Hause bei ihr! Wie cool ist das denn? Wie krass! Und wir können auch noch hier unseren Vater hier finden! Hier ist sie! Guck mal! Hier ehrlich? Guck mal, Mama, yo, wir haben dich! Und drück drauf! Okay. Ja, wir haben unsere Mutter gefunden! Was machst du hier? Was machst du, komm Mutter? Komm mit uns nach oben! Oh mein Gott, warum hast du uns verlassen? Ey, das war ja richtig cool! Oh mein Gott, wir haben sie gefunden, yippie! Juhu! Hättet ihr gedacht, dass wir unsere Mutter finden, Leute? Bleibt auf jeden Fall dran, wir machen jetzt ein richtig cooles Spiel, was ihr auf jeden Fall nicht verpassen wollt. Wir werden nämlich heute mal in Roblox probieren, welcher Treibsand denn so am gefährlichsten ist. Diese Frage stellen wir uns nämlich heute und diese Antwort bekommt ihr nämlich, denn so werden wir auf jeden Fall im Leben immer gewappnet sein. Wir haben hier sogar Schleim, Moor, also alles, was ihr quasi in echt so sehen könntet, wenn ihr auf jeden Fall auf verrückte Reisen geht. So, ich würde mal sagen, wir fangen auf jeden Fall schon mal an mit Schlamm und hier sind auf jeden Fall auch andere Leute am Start. Und oh Gott, wenn man da reingeht, warte mal. Ich gehe jetzt in den Schlamm rein und ich versinke langsam. Oh Gott, aber man kommt, guck mal, wenn man im Schlamm drin ist, kommt man halt doch relativ leicht wieder raus. Ich glaube, je länger man stehen bleibt, desto mehr rutscht man dann rein, ne, Leute. Aber, oh Gott, okay, ey, das ist ja mega, mega cool. Also Schleim ist auf jeden Fall schon mal eins der etwas ungefährlicheren Sachen. Sollte man aber trotzdem unterschätzen, vor allem, wenn man halt richtig dreckig wird, ne. Also, da wird auf jeden Fall eure Mutter euch nicht freuen, wenn sie das Ganze in die Waschmaschine machen muss. Als nächstes haben wir jetzt hier Ton am Start. Und es ist jetzt hier, oh Gott. Ach, Ton ist denn hier, oh, jo, wir, oh, Hilfe, was, wir versinken extrem schnell davon, ne, guck mal, wir versinken einfach extrem schnell, warte, was passiert eigentlich, wenn ich komplett versinke, oh nein, 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 meine ganze Welt wird gerade voller Schnee oder so, das gefällt mir gerade gar nicht, ich glaube, ich setze mich ja wieder ganz kurz zurück, aua, oh Gott, okay, also das heißt, je tiefer man geht, desto mehr spürt man quasi diesen Effekt vom Ton und sonstigen Dingen. Wir haben jetzt auch Teer. Ah, das heißt, wenn jetzt so Asphalt frisch gemacht wurde, Leute, auf der Straße, das ist dann einfach Teer. Und aus dem kommt man eigentlich nicht mehr raus, ne? Oh Gott. Guck mal, ich bin voller... Leute, ich bin voller Teer. Hilfe! Hilfe, ich brauche Hilfe! Hilfe noch jemand! Hallo, du! Du musst mir helfen, bitte! Kann ich den greifen? Oh nein. Nein, 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 nein! Mein Gesicht! Mein Gesicht! Oh! Oh Gott, wir sind unter Teer! Kann ich wieder hochkommen? Ne, wenn man einmal unter ist, Leute, kommt man anscheinend nicht mehr hoch. Ey, was? Ich kann jetzt nicht mehr hochgehen, ne? Das geht nicht, ey. Ey, wir haben hier auf jeden Fall noch viele, viele andere Sachen am Start. Und das Coole ist halt, guck mal, wir haben jetzt erstmal jetzt Treibsand. Das ist der originale Treibsand, Leute. Sogar trockenen Treibsand. Okay, warte, ist das hier ein Unterschied irgendwie? So, das ist Treibsand. Und ich merke schon, man kommt da relativ schwer wieder raus. Also, man kann halt so rübergehen. Aber der ist eigentlich noch relativ entspannt. Oh Gott, ey, jetzt sind meine Hände auch schon wieder gelb. Ah, guck mal, was ist, wenn ich jetzt laufe, fühlt das ein bisschen eklig an. Ne? Wie sieht das aus beim trockenen Treibsand? Ist der irgendwie gefährlicher, Leute? Hä? Oh nein, 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 nein. Ich komme nicht mehr raus.
Oh Gott, ich komme doch noch raus. Ey Leute, das sieht auf jeden Fall echt hier alles mega gefährlich aus. Das haben wir jetzt hier nassen Treibsand. Oh Junge. Jo. Nein. Nein, lass mich hier raus. Ey Leute, Hilfe. Ich springe noch schon die ganze Zeit. Aber irgendwie der nasse Treibsand. Ah! Hilfe! Hilf mir doch jemand da vorne! Na! Okay, also nasser Treibsand macht uns auf jeden Fall auch anscheinend relativ kaputt, Leute. Ich will mal wissen, was passiert, wenn wir jetzt hier in Schleim reingehen. Wir haben jetzt hier Schleim, Leute. Und in Schleim passiert eigentlich, wie man sehen kann, ist Schleim eigentlich relativ entspannt. Man hat da natürlich danach hier diese Glibberform. Die sieht auf jeden Fall auch echt mega cool aus. Bei Moor ist es dann so, wenn man zum Beispiel jetzt hier in so einem, das sehen wir ja fast gar nicht. Also Moor ist auf jeden Fall auch noch richtig entspannt, ne? Wir haben hier noch richtig viele verrückte Sachen. Was haben wir hier jetzt gerade? Wir haben nämlich anscheinend Glückwunsch. Hä? Ist das so Wackelpudding? Oder was soll das sein, Leute? Oh nein, sagt jetzt nicht, dass hier ist Kacke, oder? Oh Leute, mal gucken, was haben wir jetzt hier? Geh mal ganz kurz weg, Kollege. Wir haben hier einmal den Dschungeltreibsand. Ah, die ist sogar noch Lava. Okay, warte mal, Dschungeltreibsand. Oha. Jo, der ist ja voll gefährlich. Guck mal, wie tief wir hier sinken. Einmal beim Dschungeltreibsand. Dafür steht auch vielen Dank für die Unterstützung. Hilfe! Oh Gott, ich bin ein bisschen angetroffen. Was ist das denn hier? Wir können hier was kaufen, Leute. Ich glaube, ich kaufe es mal ganz kurz. Ich will hier vorne auf jeden Fall aber noch abchecken, wie es ist, wenn wir zum Beispiel in Lava reingehen. Ist sogar Honig, Leute. Okay, Lava muss ich doch locker direkt... Oh! Ja. Okay, ich glaube, zu Lava musste ich jetzt nicht viel sagen, Leute. Ich meine, wir können da halt echt nur eine Sekunde reinspringen. Honig soll ja auch anscheinend mega, mega klebrig sein. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir quasi... Wenn wir durch Honig... Wir haben direkt richtig klebrige Beine. Warte, wenn ich jetzt wieder rauslaufen möchte, klebe ich doch locker richtig am Boden fest, ne? Warte, wir haben jetzt hier Nassbeton. Okay, warte, das ist jetzt Beton. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott, Leute, ich bin jetzt hier gerade anscheinend Honig und Beton, ne? ich bin damit voll gemischt, Leute. Jetzt haben wir Dichtertreibsand. So, Dichtertreibsand. Okay, das brauche ich anscheinend gerade echt. Also, in der Zeit, wo ich versunken bin, ne? Ja, guck mal, der hilft mir sogar raus, Leute. Der hilft mir raus. Was ein Ehre, Mann. Wie nett der einfach ist, ne? Der packt mir jetzt hier einen Honig. Ist echt nett von dir. Dankeschön. Hallo, kannst du mich loslassen? Warte, ich muss jetzt hier krank gepackt werden. Mal. Jetzt hänge ich hier fest. Der hat mich festgemacht, Leute. Jetzt hat er mich in Honig reingeklebt. Mann, muss ich wieder zurücksetzen. Oh, der Todesspagat. Kann ich eigentlich auch die anderen Leute greifen und die dann in so Sachen reinpacken? Weil wir hatten jetzt hier gerade den dichten Treibsand oder gebrochener Schlamm. Und der gebrochener Schlamm macht halt auf jeden Fall dreckig unsere Hose dreckig. Aber der ist auf jeden Fall jetzt nicht wirklich gerade sehr, ja, wie kann man es sagen, Leute, gefährlich. Ne? Moor. Jetzt nochmal Moor mit... Oh, das ist denn... Oh, guck mal, man kann fast gar nicht rausgehen, ne? Ey, wir haben sogar noch Obbys. Okay, warte mal. Kann ich den jetzt hier einfach nehmen, Leute? Kann ich den jetzt einfach nehmen? Oh mein Gott, ich hab ihn. Okay, warte mal. Kann ich den jetzt einfach nehmen und zu Lava hingehen und ihn da reinschmeißen, Leute? Ja, das wäre ja zu krass. So, komm schon, Kollege, komm mit. Ich pack dich jetzt in Lava. So, Lava rein und zack. Er hat's rausgeschafft. Nein. Das war nur ein Prank. Ich hab ihn, Leute. Ja. In die Lava mit dir. Oh nein. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier schnell durchziehen, Leute. Wir haben uns jetzt ein paar Feinde gemacht. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Wir haben nämlich noch ein paar mehr Sachen am Start. Und zwar haben wir jetzt hier einmal Obleg. Was soll denn Obleg sein? Oh, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz gefährlich, Leute. Oh, das sieht echt sehr gefährlich aus, das Ding. Obleg, was ist denn das, bitteschön? Das ist, glaube ich, kein... Oh, ist das Kaugummi? Wie sehe ich denn aus? Schmutzig und sauber zugleich. Dschungelschlamm. Was haben wir hier noch gerade? Warte mal, ist das Dschungelschlamm? Ja, auf jeden Fall auch relativ... Also bis jetzt auf jeden Fall Lava am gefährlichsten, Leute. Was ist denn jetzt hier? Oh Gott. Jo, ich komme nicht mehr hoch. Hilfe, was ist das? Was ist das? Wo bin ich drin? Das ist ja eklig. Ich glaube, es ist eklig. Ich bin ganz dunkel. Ich bin ganz vollgeschleimt. Ey, nein. Lass mich hier raus, bitte. Ey. Hey, was war das denn jetzt gerade, wo wir drin waren, Leute? Das sah ja übertrieben komisch aus, ne? Warte mal, ich gehe mal hier vorne mal ganz kurz hin. Weil ich glaube, wir haben noch gleich die Obbys, die wir machen können. Aber das sah ja richtig komisch aus. Guck mal, er kommt da auch fast gar nicht mehr raus, Leute. Was haben wir denn hier jetzt? Flüssig Miere. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber wir haben auf jeden Fall ja noch die Seite hier am Start. Und zwar haben wir noch hier Nassschlamm, dichtes Gurtband. Was? Dichtes Gurtband? Oh Gott, das ist einfach meine Hose.
Aus Stein? Seife? Ist doch eher rutschig. Ey, als ob ich in Seife so doll versinke. Ich dachte, es ist eher rutschig. Hilfe! Hä, Seife? Hä, warum ist Seife so krass? Ey, ich bin jetzt ein Seifenmensch. Leute, ich kann bei Seife... Ich komme bei Seife nicht mehr hoch. Ich kann so viel drücken, wie es geht. Ich werde von Seife ersticken. Aua! Hätte nicht gedacht, dass Seife so gefährlich ist, Leute. Muss ich ganz ehrlicherweise sagen. So, warte mal, was haben wir jetzt noch hier vorne? Weil ich glaube, hier vorne... Gülle. Oh, Gülle ist, glaube ich... jetzt sehe ich richtig scheiße an den Beinen. Buchstäblich nur ein Loch. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, Leute. Yippie! Nein! Nein, nein, nein. Oh, da sieht man noch die ganzen anderen Löcher. Wie cool ist das denn? Nee. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, hier fast alles abgecheckt. Ich will jetzt aber ganz kurz wissen, was das hier für Obbys sind, Leute. Ob wir dadurch halt irgendwas Krasses entdecken. Irgend so eine Mischung aus gefühlt manchen... Hier ist sogar McDonald's. Das heißt, hier haben wir, glaube ich, gerade fettig. Ganz, ganz viel Fett hier auf dem Boden, Leute. So, jetzt hier ganz vorsichtig rüber. Und jetzt sind wir hier sogar schon hier im nächsten Bereich. Und jetzt haben wir anscheinend hier gerade die Obby schon abgeschlossen, wo wir jetzt hier gerade sind. Das sieht auf jeden Fall gerade echt mega cool aus. Kommen wir jetzt auch nochmal irgendwo speziell raus, wo wir so eine zweite Etage gehen. Gut gemacht für die Obby. Okay, also wir hatten jetzt, glaube ich, gerade vorne gerade noch eine zweite Obby, ne? Okay, ich gehe mal ganz kurz wieder vorne, Leute. Jetzt schaffen wir auf jeden Fall die Obby. Hier bei dem Ding. Das war ganz schön knapp. Okay, hier müssen wir, glaube ich, am besten so außen ran springen, um dann hier hoch zu klettern. Ja. Nein! Nicht in die McDonald's! Och, nö! So, jetzt schaffe ich aber die Obby, Leute. Kein Problem hier hier kein Problem auf der Titanic. So, okay, pass auf, jetzt hier schön einmal so hier hoch. Okay, das hat jetzt wieder nicht funktioniert. So, ich muss, glaube ich, jetzt hier einmal links außen Kletter! Kletter doch, was machst du denn? Hör auf, das Ding zu rammeln. Ey, Leute, ohne Spaß. Er kommt ja nicht mehr hoch, ich häng fest. Also die zweite Obby schaffen wir anscheinend nicht. Das Gefährlichste war auf jeden Fall Lava, Leute. Oh, ich habe hier auf jeden Fall die stärksten Daumen, Kasper. Oh, ich muss trainieren. Oh. Auf gar keinen Fall hast du krassere Daumen als ich, denn ich habe jetzt schon natürlich fast 20 Bizeps-Power. Alter, komm, lass mal gegen den kämpfen hier, gegen den Lehrer. Der hat doch sowieso keine, der hat doch Angst, oder nicht? Gegen wen jetzt hier? Gegen diesen Fat Noob? Oder oh mein Gott, aber dafür brauchen wir 50. Komm, gegen Fat Noob, ich box jetzt hier. Ich mache jetzt Daumen gegen den. Okay, warte. Okay, mal gucken. Oh, er macht mich anders. Oh mein Gott, er hat mich komplett platt gemacht. Oh mein Gott, was? Was? Warum ist er so stark? Warum der ist er war so stark? Anders stark gerade. Okay. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir können rechts auf Gift gehen. Siehst du das? Auf Gift gehen? Ach so, Geschenk, ja. Oh mein 50. Gott, hier. 50 Siege? Alter. Oder? Hä? Ich habe 50 Siege bekommen. Ich habe 150 Siege bekommen, hä? Was? Okay, das ist schon ein bisschen unfair. Mit den Siegen können wir uns anscheinend hier vorne Eier kaufen. Mit diesen Eiern kriegen wir Haustiere. Genau. Und die sind, glaube ich, ein bisschen... Noch krasser. Gut. Mal gucken, ob wir da durch... Episch. Ich habe so ein Dings bekommen. Ey, ungewöhnlich. Bro, ich habe das Schlechteste mal bekommen. Zwei. Ungewöhnlich. Das wäre mir ja peinlich. Was habe ich jetzt bekommen? Alter, nochmal 100 Siege. Okay, warte mal. So, zack. Ich öffne wieder eins. Okay, komm, dann habe ich genau drei Haustiere gleich. Oh, ungewöhnlich. Auch einen Hund bekommen. Wieso kannst du dir schon drei Haustiere holen? Warte, nochmal, ich mach auch mal. Und nochmal den Hund. Ich habe zwei Hunde. Okay, kein Problem. Ja, also echt. Oh mein Gott, aber auch nicht so krass. Warte, ich hol nochmal einen. Okay, und jetzt habe ich quasi... Was bringt das jetzt? Habe ich jetzt irgendwie mehr Power oder so? Du hast 1,8 und 1,5 mehr Stärke, oder nicht? Ich kann meine Bizeps-Power nicht erhöhen. Hä? Gefühlt. Doch, ich schon, aber... Alter, jetzt kriege ich schon 6 Bizeps pro Klick. Wieso kriegst du... Mein Bizeps-Ding ist weg. Wo ist das hin? Wie ist weg? Die Hantel? Ich habe keine Hantel mehr in der Hand. Eins drücken oder nicht? Ist nicht automatisch schon wieder da? Nein, ich muss einfach kurz zurücksetzen. Geht gar nicht. Hey, was? So, ich habe meine Hantel zurück. Ich muss mir kurz eine hier holen. Alter, während du weg warst, habe ich schon so krass trainiert die ganze Zeit. Alter, man kann aber auch seine Handstärke erhöhen, sehe ich gerade. Stimmt. Und ich sehe auch gerade, du kannst auch einfach hier die Hantel noch erhöhen. Ich habe jetzt schon eine 3-Kilo-Hantel. Du hast eine 3-Kilo-Hantel? Ich bekomme jetzt schon 17 Stärke pro jedes Mal machen, Alter. Alter, wo hast du denn eine 3-Kilo-Hantel? Wo hast du denn die her? Habe ich schon freigeschalten. Jetzt mache ich dir mal ganz kurz Platte, den Noob, und boom! Was kriegst du da für Wins, oder 10,5 Wins, ja, okay. Aber auch nicht so Okay, warte mal, ich hole mal hier. Oh, okay.
150. Ich habe doch ein Glücksrad. Wieso hast du ein Glücksrad? Ich habe ein Glücksrad, sehe ich gerade hier. Alter, das mache ich mal ganz kurz. So, ich mache den mal kurz fertig jetzt hier. Mal kurz Revanche, dass er auf jeden Fall keine Chance hat. Ich hoffe, ich bekomme jetzt irgendwas Krasses im Glücksrad. Los geht's. Okay. 10 Wins habe ich da gerade durchbekommen. Wins mal 2. Okay, was gibt's noch? Ich habe nochmal Glücksrad. So. Und jetzt kriege ich da durch. Alter. Nochmal. Ich kriege dadurch jetzt gerade ganz die Bizeps-Power. Wir haben hier so einen kleinen Index. Na, da können wir unsere ganzen Haustiere sehen. Ey, ich krieg nur das Gleiche bei diesem Glücksrad. Ich krieg nicht mal einmal so ein cooles Haustier. Komm schon, jetzt aber. Hast du das Glücksrad gedreht? Oh, ey, ich habe 5-mal Wins mal 2 bekommen, Alter. Ich hatte so ein Pech. Okay, warte mal. Ich will mal ganz kurz mal einen Spin. Mal gucken, ob ich hier jetzt ein bisschen Glück habe. Und bitte spin das Ding. Boah, ich muss hier mal 2 Wins. Okay. Oh, okay, hab ich auch. Kann man das jetzt irgendwie noch aktivieren? Ich glaube, es ist aktiviert. Also, so kannst du mir vorstellen. Oh mein Gott, man kann seine... Was kann man? Jo, wenn du jetzt hier auf den Boxer kaust. Was? Dadurch kriegst du Dingstärke. Einfach... Oh, warte, ich habe ein neues Geschenk. Und den hier. Ich habe auch ein Geschenk, so ein Haustier. Und du, hast du auch schon bekommen? Nein, weil ich neu reinkomme, startet mein Ding wieder von vorne. Ah, oh mein Gott, wie bitter. Aber egal. Was kann man jetzt hier an dem Boxer kaufen? Ich habe dadurch jetzt stärkere... Oh mein Gott. Okay. Alter! Bam, 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 bam. Alter, der ist ja anders krass unterwegs. Ich weiß, so ich weiß. Okay, pass auf. Ich glaube, warte mal, wir können auch jetzt hier unseren Bizeps nochmal hier stärken. So. Das Ding ist, was ist jetzt hier am besten, um gegen die anzutreten? Gute Frage. Ich werde dir jetzt mal eine Sache zeigen. Und zwar werde ich jetzt einfach mal gegen den nächstbesseren eintreten. Ne? Gegen den Schiedsrichter hier schon. Und den mache ich jetzt okay, auch platt. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier. Ich schnappe mir jetzt hier das Ei. Und dann kriege ich jetzt. Oh, eine Katze. Oh mein Gott, das heißt, das ist so krass. Ich direkt. Ein besseres Haustier. Oh mein Gott, habe ich den platt gemacht, Alter. So, den Hund muss ich einmal wegmachen und dann die Katze hin. Und ich mache die direkt nochmal platt hier. Bam. Und ich hole mal ganz kurz nochmal hier ganz kurz das Ding. So. Und nochmal eine Katze, Alter. Okay, ich habe auf jeden Fall jetzt richtig gute Sachen jetzt gerade bekommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich mache hier auf jeden Fall gerade die ganze Zeit schon den Referee platt. Ne? Ich habe jetzt schon 168 Siege bekommen durch den. Ehrlich, Alter, was? 180 Siege. 220 jetzt sogar schon. Alter, ich bin schon krass unterwegs gerade. Boah, okay, man kriegt durch den voll viele Siege, ne? 50 Siege kriegt durch den. So, zack. Kurz den Referee platt machen hier. Okay. Ich überlege gerade, was bringt diese Handgrips? Glaubst du, das bringt wirklich was? Nee, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht was bringt. Ey, der wählt ja automatisch aus, die besten Sachen. Ach so, aber warte mal, ich habe jetzt auch schon eine 5-Kilo-Hantel. Du auch? Ehrlich? Ja, aber habe ich das bekommen, weil ich habe auch schon eine 5 Kilo. Oh, krass. Aber man kann auch seine Handstärke erhöhen. Und dadurch kriegt man, glaube ich, dann automatisch bessere Dinger. Was auf jeden Fall auch Sinn macht. Also ich guck mal gerade, was können wir den Champion besiegen? Wir können auch uns hier auch teleporten in andere Welten, um Beach frei zu bekommen. Was muss man machen, um den Strand frei zu kriegen? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Teleport. Nee, das geht noch gar nicht. Da haben wir gar keine Chance dafür. Geht echt noch nicht, ne? Ah, okay. Ich überlege gerade, glaubst du, es macht Sinn? Was denn? Irgendwie für 250 Siege dieses Ei zu holen. Meinst du, es macht Sinn? Ich glaube, es macht schon Sinn. Und genau das mache ich jetzt auch. So. So, bitte! Rare! Nee, doch nicht. Für 250 Siege hast du eine Gans bekommen. Also für 250 Siege? Ja, ich hatte... Oder Robux. Nee, 250 Siege hatte ich eben. Alter. Okay, ich hol mir jetzt hier ein Ei. Hey, jetzt nicht erholt für 350 Robux. Lass das. Komm schon, ein Hydra-Ei. Bitte was Krasses. Ich kriege... Wieso holst du sowas? Rare. Was bringt der jetzt? Ich kann hier meine Haustiere zusammenfügen. Das machen wir direkt mal. Ja, aber bringt dir auch nicht wirklich viel. Ich glaube... Bin ich dadurch jetzt stärker geworden oder so? Alter, ich krieg richtig viel Bizeps-Power jetzt gerade. Wie viel bekommst du jetzt? Richtig viel. Alter, was ist los mit dir? Was kriegst du jetzt über 1000 schon, ne? Ich bin hier schon jetzt bei 20 Kilo Hantel, du kleiner Schwächling. Alter, was? Was? Du bist ein kleiner Schwächling. Ja, mit Gekauf für Robux, Alter. Guck mal hier, jetzt kann ich auch noch meine Handstärke ein bisschen erhöhen. Haben die auf jeden Fall gar keine Chance mehr gleich. Ich bin auch gleich bei der neuen Hantel. So, und zwar genau jetzt. Ist das so? Boah, guck mal, 15 Kilo Hantel sogar schon. Alter. Was denn? Ich kann Barbells jetzt schon machen. Das heißt, ich könnte jetzt hier... Du kannst sogar schon gegen den Nerd kämpfen, oder? Boah, guck dir das an, Alter. Wie stark ich bin, Kasper. Oh mein Gott, sogar mit so einer Hantel, Alter. Mit so einer langen. Krass. Ich weiß. Okay, ich würde mal sagen, ich kämpfe mal hier gegen den Nerd. Der hat doch gar keine Chance zu haben hier. Guck mal. Bam. Und kaputt gemacht. Und 100 Siege
Krieg ich da durch? Was kriegst du dafür? Also kann man auch Rebirthen? Nur, ich glaube, man kann auch Rebirthen, ja, das kann gut sein. Ja, okay. Und ich habe ein neues Geschenk bekommen. Okay, keine Ahnung, was es ist, aber ich glaube, ich kriege durch mehr Stärke oder sowas, ne? Was hast du hier gekauft? Ich check grad mal ab, ich will gucken, ob man diesen doppelten Boost, ob man den aktivieren muss irgendwo oder ob man den automatisch hat. Ich glaube, den muss man wahrscheinlich irgendwo aktivieren. Aber so wo denn? Ich habe im Store gerade mal geguckt, aber keine Ahnung. Krasse Auren. Nee, ja. Ich glaube, das Ding ist aktiviert. Oh mein Gott, ja, Mann. Man muss den aktivieren. Die doppelten Wins bekommt man dann. Ich glaube es nicht. Oh mein Gott, ich sehe es gerade. So, ich bin schon jetzt auch schon bei 17.000 Stärke. Mal gucken, der Nerd, der darf jetzt dran glauben. So, ich kämpfe schon gegen diesen richtig krassen Buff-Noob. Hast du schon über 100.000 Stärke oder was? Boah. Zack, nochmal gegen Okay, wollen wir mal gegeneinander Daumen drücken machen hier, Kaspar? Okay, komm, aber ich habe keine Chance, Bro, du bist viel zu stark. Nein, ich sehe nur stark aus. Komm so. Hier hin, los, ich komm zu Komm her. Okay. Lass mir eine Chance! Ah, boah, ich habe keine ist Chance. Schwer. Ich habe keinen, plus 200.000 Stärke. Ja, ey, hör auf zu lügen, du prankst. Oh nein, das ist so schwer. Lass das, komm, ein Blick, Digga, ich meine, Alter, wenn du willst, dass ich schnell hier gerade Daumen drücke. Nein! Nein! Bitte lass da! Lass da! Ich kick nur einmal, ne? Was? Alter, ich hab einen Wheel frei, einen Spin frei. Oh, mal zwei Wins. Wow, hab ich schon dreimal bekommen. Du bekommst halt schon richtig viel Stärke die ganze Zeit. Schon irgendwie 2000 oder so, ne? Ich weiß. Ich krieg die ganze Zeit auch so. Krass. Und diesen Barbells und so. Ich frage mich, wann kann man denn jetzt hier bitte schon die neue Welt freischalten? Zum Beach zu kommen. Das ist natürlich eine gute Frage. Vielleicht braucht man dafür auch eine. Escape Gym. Ah, Defeat Champion. Und man braucht richtig, Alter, guck mal, was man dafür braucht, 15.000 Wins und so. Ich sehe auch gerade, was man hier, Alter, ja, Mann, stimmt. Bicep, und hier 1,2 Millionen Stärke brauchst du für den Champion, Alter. Ich weiß, es ist richtig heftig, was ist das für ein Ding? Wie sollst du so viel Stärke bekommen, ist ja unmöglich. Das Ding kostet nicht für Robux, 1200 Robux, okay, übertreib halt. Hast du jetzt gerade schon die krasseste Hantel wahrscheinlich, ne? Ich hab schon die krasseste Hantel, aber ich brauche trotzdem noch richtig lange, um halt auf diese 500.000 Bizeps gerade mal zu kommen. Okay. Was ist hier, wenn ich das kaufe? Ich könnte 1800 Robux, Alter, kostet dieses Haustier. Was ist das für eine schön? Alles teuer, sag mal. Ich habe jetzt auch alles richtig diese teuer. Barbell. Ich will auch diese Barbell gleich. Jetzt erst. Ja, Mann. Ich häng ein bisschen hinterher, glaube ich. Alter, du bist da richtig langsam. Was habe ich jetzt hier? Ich habe ein neues Haustier bekommen. Eine Maus. Ist die krass? Ist die schlecht, muss ich sagen. Die Maus ist die schlecht. Die ist auf jeden Fall besser als die Katze. Ja. Guck mal hier. Ich sag dir, der kleine Noob hat auf jeden Fall gar keine Chance. Guck mal, wie man jetzt hier schön. Backklick, 600 Siege. Der ist nach einer Sekunde weg, oder nicht? Alter, ich sag, der hat gar keine Chance, Kaspar. Zack, und? Der hat so keine Chance. Guck mal hier. Daumendrück-Profi, Alter. Bam. Aber den Champion zu besiegen ist, glaube ich, viel zu schwierig. Ich kämpfe auf jeden Fall jetzt, glaube ich, mal gegen den Buff-Noob. Oh. Alter, keine Chance habe ich gegen den. Der macht mich anders platt. Ach Gott. Ehrlich, oder was? Ja, der war zu stark. Oh mein Gott, du kannst rebursen. Mit 500 Siege kann man rebursen als Van. Oh, was? Mit 500 Siegen? Wie kommen wir da? Wie sind wir da nicht draufgekommen, Alter? Ja, Mann, ich hol mir kurz 500 und dann reverse ich. Okay, warte. Ich hol mir kurz dafür nochmal ein neues Ei. So. Ein Ei für. Alter, die Eier werden immer teurer jetzt auf einmal. Oh mein Gott, ich bin gereversed, Alter. Und jetzt habe ich. Hä? Ey, zack, jetzt muss ich Elefant. Wieder vorne anfangen. Oh. Okay, ich habe kurz ein paar Eier geholt. Ja, mal gucken, ob die besser sind. Ja, ein bisschen. So, und jetzt mache ich Rebirth. Mal gucken, ob das ein bisschen besser ist dann. Wo ist denn hier? Rebirth. Zack, boom. Oh mein Gott! Was? Was? Ihr habt's alle gesehen, Alter. Ich hatte Glücksrad gedreht und dieser Anzeiger war auf dem krassesten Ding, was man ziehen kann mit so einem Regenbogenfarbe. Alter, und dann habe ich einfach trotzdem doppelte Luck bekommen. Luck Potion. Was? Es war da einfach drauf mit dem Zeiger, Alter. Jeder hat's gesehen. Als Digga. Und ich krieg trotzdem so einen Schrott. Okay, warte, wie viel kostet der nächste Rebirth? 2000 kostet das Ding. Boah, okay, also dadurch kriegt man, glaube ich, mehr Siege oder was ist das? Hast du die ganze Zeit schon gereburst? Nein, jetzt gerade zum ersten Mal. Ja, okay, wieso kostet das? Hätten wir vorher schon machen sollen. Ja, ich weiß, sonst wären wir viel schneller schon unterwegs gewesen. Man kriegt 30% mehr beim nächsten. Guck mal, ich mach jetzt kurz den Noob ein paar Mal kaputt. Den Nerd. Okay. Der arme Nerd, so klicken. Der arme Nerd, Digga, der muss dran glauben. Alter, wie bitter ist das bitte, dass ich eben nicht das krasse Haustier bekomme? Ah, ist schon echt ein bisschen bitter, muss ich sagen. Das ist schon sehr, sehr bitter. Wir machen ein finales Duell hier beide, jetzt gegeneinander beim Daumen drücken. Komm, komm her, Alter, so. Du hast keine Chance, Kaspar. Oh mein Gott! Ey. Oh mein Gott! Du bist so stark! Ich drücke so schnell ich kann, Alter! Bist du so stark? Nein. Hä, was? Du hast ja gar keine Chance, Alter. Du hältst ja gar nichts aus. Ich mach dich so. Hey! Hey, lass das! Nein! Ey, warum bist du so stark?
Lass das! Ich drück so schnell ich kann, Alter, bitte! Super Speed aktiviert! Hey! Nein! Nein! Bitte! Das kann nicht sein, Digga! Mann, ey! Ich bin der Meister! Nicht schlecht, ey, Mann! Hey, du Ninja! Hey, was geht ab, mein Lieber? Hey, warum hast du schon so cooles Schwert hier? Das ist so ein goldenes. Ich hab nämlich schon das Goldene und du hast... Alter! Ich hol dich... Komm, trau dich doch raus! Trau dich doch raus! Und zack! Und zack! Denkst du, du bist ein besserer Ninja als ich, hä? Das bist du aber nicht! Ey! Ja! Du hast auch schon ein anderes Schwert bekommen, ey! Ich hab nämlich schon das goldene Katana. Okay, pass auf, du hast das goldene Katana. Okay, pass auf, dann wie kann ich denn bitte schön jetzt aufleveln hier? Also, du kannst aufleveln, indem du sozusagen einfach um dich schlägst und trainierst, ja? Oh Gott! Alter, du bist schon wieder geschlagen, aber wo kann ich denn jetzt hier meinen Katana? Ach so, ich muss quasi schlagen und dann kann ich... Du musst einfach nur auf der Stelle schlagen und dann kriegst du sozusagen immer so Stärke. Und umso mehr du schlägst, umso besseres Schwert, umso mehr Stärke... Warum bist du denn schon so viel? Warum habe ich jetzt ein rotes, du hast ein goldenes? Hast du jetzt gekauft? Nein, ich habe schon ein bisschen gespielt, du sag ich mal. Du machst viel mehr Schaden als ich. Ich glaub's ja nicht. Ja, ich mach einfach mal mega viel Schaden. Ich habe jetzt schon 2 Kills insgesamt, ne? Ja, aber wie kann ich meinen Multiplizierer verbessern? Weißt du, wie das geht? Das kannst du nur, indem du ein besseres Katana bekommst. Ah. Ja, du könntest auch Robux. Alter, Mann, also das ist viel besser, das ist unfair. Lächerlich, das ist ja wirklich peinlich, dass du es überhaupt versuchst, ne? Ja, und ich krieg hier gleich sogar schon das nächste Schwert. Ja, pass auf. Ich sag dir gleich mal, wie es ist, ne? Ich werde jetzt hier eine geheime Attacke... Du was? Nee, ich werde mir nichts kaufen. Okay, ich dachte gerade schon für Robux oder so, weil du kannst ja rechts auch noch Stärke kaufen, ne? Da kriegst du nämlich schon 1. Aber mein Multiplizierer bleibt immer gleich. Ist aber dir auch gleich? Bei mir ist er 5 jetzt. Und bei dir? 1. Nee, ich glaube, meinst du 1. Ah, stimmt. Wie verbessert man das denn? Ja, gute Frage auf jeden Fall. Da oben mal 5 Stärke? Nee, warte, das ist unsere Stärke. Irgendwas gibt es bestimmt... Nee, das ist nicht meine Stärke. Ja, meine ist mal 5. Da oben ist so irgendwas. Okay, warte mal, wir müssen, glaube ich, nach oben oder sowas. Okay. Da oben kannst du Ninja King werden. Hä, lol, was? Ja. Stimmt. Okay, warte mal, lass mal darauf gehen. Es kann nur ein Ninja King geben, ist dir das klar? Ja, es ist mir klar. Und es gibt sogar nur mich! Mann, das ist unfair. Alter, hier gibt's viel mehr! Hä? Hier gibt's viel mehr! Wie, da gibt's viel mehr? Lol! Alter! 40 Stärke jedes Mal, 40er Multiplier mal 5 Multiplier. Was? Alter, ich krieg 40, ich hab jetzt gleich schon das nächste und ich hab nochmal das nächste jetzt. Hallo, lass mich mal auch mal nach oben hier. Ich bin der Ninja King. Lass mich auch mal nach oben. Bam, und neues Schwert frei. Was? Diamantenkatana. Hier krieg ich auch mal 5 jetzt. Stimmt, du hast recht. Okay, komm, ich lass dich hier auch, komm. Hörst du auf? Ist aus Versehen. Ey, pass auf, wo du hinhaust. Ich hab direkt ein halbes Leben verloren. Pass auf, wo du hinhaust. Du hast mich eben auch schon getroffen. Aber ich krieg hier nur mal 5. Also ich krieg jetzt 5. Du musst, aber das geht gleich richtig, richtig schnell. Warte, geh mal weg. Du bist gerade noch der King. Geh mal ganz kurz hier weg. Ja, okay. Wenn ich jetzt King bin. Boah, jetzt krieg ich plus 25. Was? Okay, dann lass ich dich mal ein bisschen schlagen. Wow. Bis wir gleich auf sind. Und dann können wir mal gucken, wer hier der bessere King ist. Ja, so, ich krieg jetzt plus 40 sogar. Nein, ich hab plus 40 jetzt gerade mal. Ja, ich bekomme auch nur plus 40. Hey, du hast schon 1000 Leben. Ich hab gerade mal 600. Hallo. Wer jetzt? Es kann nur ein Ninja King geben. Hör auf. Ich will die Krone. Nee, hau ab. Du lässt mich jetzt hier in Ruhe alleine. Ich hab dich jetzt. Aua, du bist schon getroffen. Nicht mehr lange. Und jetzt! Zack! Oh mein Gott, du machst auch super viel Schaden. Oh mein Gott. Ja. Du machst gleich viel Schaden. Ja. Nein, hör auf! Ja. Danke, Mann. Wo bist du, hä? Komm her. Nein! Zack. Ja. Hey. Ich bin der wahre Ninja King. Jetzt gar nicht. Du kommst jetzt sofort da oben runter. Kann ich sein, da oben ist sogar ganz groß mein Bild. Kleiner Winzling, Kaspar. Ja, kleiner Winzling. Okay. Glaub mir. Du wirst nicht mehr viel Leben haben gleich. Ja, bist du dir sicher? Ich hab schon das nächste Katana. Ja, bist du dir... Und zwar jetzt. Was? Bam. Hast du locker was gekauft oder sowas? Nein. Ich habe 1700 Leben schon, ne? Jetzt will ich dich mal sehen, wie du mich hier platt machst. Komm, 1 gegen 1. Hast du dir was gekauft? Wie immer das gleiche Schwert. Ich habe nichts gekauft. Ich habe einfach nur extrem viel Bonus jetzt hier gerade. Hä? Bleib jetzt mal stehen. Weil ich der King bin. Du bist nicht der King. Ich bin der King. Ich sag mal, bin... wenn wir hier beide rumspielen, bringt das nichts. Ja. Ah. Aua! Wirst du jetzt mal bitte herkommen?
Ja, wo bist du denn, hä? Bam! Zack! Zack! Bam! Zack! Und zack! Und zack! Alter! Oh nein! Ja, ja. Wie fühlst du mich denn besser die ganze Zeit? Ja, weil ich der Ninja King bin. Gar nicht! Okay, jetzt bin ich wieder da, ist aber unfair, ich wurde einfach gekickt. Ich bin hier oben und ich bin jetzt der richtige Katana-King, nee, ich weiß doch ganz genau. Ey, ich sehe schon, wie viel Stärke du hast. Du hast ja auf einmal mal 10 Stärke gekauft. Ja! Ey, du kaufst irgendwas für Robux. Was willst du? Gar nicht. Ich habe gar nichts gekauft. Na, bam! Wow! Du bist jetzt so ein Assi, Alter. Ja. Du hast dir was gekauft für Robux. Ja. Das kann nicht. Was hast du dir gekauft? Ja, ich habe das... Was hast du? Ich habe das Regenbogenschwert. Ich kann's nicht glauben, ne? Ich sehe gerade plötzlich ein Robux. Okay, warte. Gut. Hahaha. Du hast also das Regen... Hast du das Krasseste gekauft, oder was? Ja. 500 Robux? Bist du beknackt? Alter, warte mal. Kann ich da überhaupt gegen ankommen? Wo bist du, hä? Oh, Chigamam! Wo bist du, hä? Chigamam! Los, hol mich doch. Ja, hier bin ich. Hol mich. Ich hab Angst. Aua, oh nein. Alter, das macht dir ja gar keinen Schaden. Hä, warte mal. Warte mal, bleib mal stehen, okay? Ich will dich einmal schlagen nur. Ich will dich nur einmal schlagen. Okay. Hau ab jetzt. Ich will dich nur einmal schlagen. Ruah. Hey! Ja! Yeah. Das ist voll unfair jetzt, weil ich du bin der richtige Ninja King. Aus. Ja, weil du dir was geholt hast. Ich hab mir gerade mal für 100.000 Stärke gekauft, Da kauft dir für Robux nicht so ein Ninja. Ja, sollst du mit dem Roblox King dich anlegen, aha. Ne? Aha, du weißt auch gar nicht. Mhm, okay, alles klar. Alles gut, ne? Alles gut. Was willst du jetzt machen, ne? Ich will jetzt hier reingehen in den Kreis und du wirst mich jetzt nicht einmal schaffen zu killen. Weil ich hier die ganze Zeit jetzt rumspringe. Oh Gott, hau ab! Ich werde dich holen! Oh! Ich bin der Beyblade! Oh Gott! Oh mein Gott, du wirst jetzt so geholt. Zack! Nein! In der Luft aufgeschlitzt in zwei Teile. Mann, ey! Lass mich mal in Ruhe da jetzt. Guck mal, da unten gibt es noch viel, viel mehr krassere Sachen, ne? Gibt's denn hier noch, hä? Und man kann sogar Doppelsprung machen, sehe ich gerade. Ja, das ist jetzt erst, siehst du, ist ja wirklich peinlich. Was siehst du denn noch so für Sachen? Und zwar das da will er mich holen! Da will er mich holen! Ich kann... lauf! Komm her! Lauf! Ich hol dich! Yeah, nein, lass mich bitte! Lass mich bitte! Nein! 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 Oh Gott! Oh mein Gott! Wo bist jetzt du? Hau ab, wirklich. Ich verstehe hier keinen Spaß mehr jetzt langsam. Alter, da kommt er von oben geflogen. Ich glaub's nicht. Bam, bam. Wo bist du? Ich will jetzt nur... Ja, ich will dich holen. Weg hier, ja. Nein. Ich bin der wahre King. Ja, oh mein Gott, du bist jetzt so gut mit dem Regenbogenschwert. Nein. Bam, bam, bam. Ich hab gar keine Chance. Komm her. Ey, obwohl du so ein krasses Schwert hast, bist du so schlecht. Ey, ich werde dich jetzt so holen, ne? Das würde mir zu denken gehen. Ich werde jetzt so holen, Kasper. Jetzt aber! Zack! Ey, Mann! Da hat er das krasseste Schwert gekauft und ist trotzdem so schlecht. Das würde mir echt zu denken. Also, ich hatte dich schon so oft geholt, ich habe schon 5 Kills. Zweimal oder so. Also, wirklich peinlich. Also, wirklich. Mit so einem krassen Schwert und dann noch so schlecht, kann ich gar nicht... Er hat eine neue Taktik. Das kann ich gar nicht glauben. Das kann ich gar nicht glauben hier. Hier noch. Oh, Papalat! Ja, easy peasy habe ich dich schon wieder geholt, ne? Mann, du bist immer nur Kasper. Okay. Ja. Was willst du? Was willst du? Boah, mein Schwert ist ja jetzt schon richtig heftig. Alter, natürlich ist dein Schwert heftig. Mein normales Schwert leuchtet jetzt schon. Da bin ich wieder der King hier oben. Ja, Platz zergangen, weggegangen, also, oder wie das heißt. Ehrlich. Wenn du wirst. Okay, pass auf, ich komme jetzt hoch ohne Schwert, du darfst mich töten. Und nächstes Schwert, geil, Alter. Ja, ich komme jetzt hoch und du darfst mich töten, Kasper. Das mache ich jetzt. Ich sag mal so, du hast so ein krasses Schwert schon, ich kann dich wahrscheinlich nicht mehr was machen. Los, töten mich. Komm mal her. Töte mich. 1,4 Millionen. Ich kann's nicht glauben. Was hast du dir. Was hast du dir gekauft? Was hast du dir gekauft schon wieder? Das Regenbogenschwert habe ich mir nur gekauft, das war's. Was? Du hast so viel Leben noch? Ja, weil jedes Mal, wenn du dein Schwert auflevelst, kriegst du auch mehr Leben. Hä, wo kann man denn sein Schwert aufleveln? Achso, oben noch, meinst du das? Ah, okay. Also ich muss schon sagen, Broxo, du bist auf jeden Fall ein ziemlich krasser... Hau ab! Hau ab! Du lässt mich jetzt in Ruhe. Du wirst mich jetzt nicht noch einmal killen, ne? Du wirst mich nicht einmal mehr treffen. Ja? Bist du dir sicher?
Da mache ich hier die ganz miesen Sprünge. Da mache ich hier den Klammeranatsch. Ja, oh, komm mal her, Kollege. Wo bist du denn? Ich hab eine Idee. Aha. Oh Gott. Lauf! Das Regenbogenschwert wird dich verfolgen, Kaspar. Lauf, nein! Oh Gott. Oh mein Gott, du wirst jetzt so geholt werden. Wow. Nein, in der Luft! Was? Da wurdest du geholt von King Broxo. Wir spielen endlich den Shampoo-Simulator. Das bedeutet, dass wir heute probieren müssen, unsere Haare so oft zu waschen, dass die quasi wie immer schneller wachsen und wachsen. Und dann haben wir nachher einen riesen Afro, Leute. Sogar so groß. Guckt euch mal bitte schön von den anderen Leuten jetzt hier die Afros an. Okay, man kann... Und auch hier, guck mal. Oh Gott, wie groß die einfach sein können, Leute. Und wenn ihr heute auch wollt, dass wir heute so ein Afro bekommen, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Dreht euch mal ganz kurz euer Handy und drückt auf die Glocke. Dann werdet ihr auf jeden Fall kein Video mehr verpassen. Wir machen sie auf jeden Fall jetzt hier die ganze Zeit weiter. So, jetzt haben wir sogar schon fast 25 Mal Haare gewaschen. Und müssen es natürlich erstmal ganz kurz, wie ihr sehen könnt. Ja, meine Haare sind leider voll. Wir können aber auch unendlich Haare quasi bekommen für 800 Robux. Komm Leute, wir kaufen jetzt mal ganz kurz. Das ist schon ordentlich, aber ich möchte auf jeden Fall mal, dass wir heute richtig, richtig große Haare bekommen, weil das Ding ist, wir können auch wieder bis ganz nach oben gehen. Das ist quasi so ähnlich wie der Gehirnsimulator. Das Ding ist, ich muss jetzt eigentlich mal ganz kurz gucken, wie ich jetzt hier am besten an Geld komme. Ich muss ja erstmal mein ganzes Zeug verkaufen. Das heißt hier, Leute, haben wir ganz kurz mal schon mal verkauft in der Shampoo, aber jetzt können wir auch schon direkt wieder ein bisschen mehr Shampoo kaufen. Und zwar können wir jetzt hier einmal ganz kurz, das ist das Basis-Shampoo, das haben wir jetzt ja gerade schon, aber wir können jetzt hier zum Beispiel das Shampoo kaufen, das Orange oder das Grüne. Ich würde sagen, wir kaufen mal ganz kurz das Orange. Jetzt kriegen wir direkt schon jedes Mal 5 Stück, statt irgendwie 3 oder 2 waren das, glaube ich. Ne? Das bedeutet, dass wir jetzt, wenn wir jetzt hier Sachen verkaufen, kriegen wir schon viel, viel mehr Geld, Leute. Das Ding ist, je mehr quasi, oh Gott, unser Afro sieht es quasi von der Farbe her anders aus, weil wir quasi ein anderes Shampoo haben. Ach so, okay, pass auf. Dann machen wir es jetzt mal ganz kurz so. Dann kaufen wir jetzt mal hier das grüne Shampoo. Dann kriegen wir jetzt nämlich jedes Mal 10 Stück und können jetzt hier mal ganz kurz gucken, wenn wir jetzt hier uns die ganze Zeit ein bisschen was reinhauen in unseren Kopf, ob wir denn jetzt, genau, wir können jetzt nämlich auch ein bisschen höher dann automatisch springen. So, deswegen, ich gucke jetzt mal ganz kurz. So, ich kann auf jeden Fall, na, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, muss ich sagen. Ich brauche leider noch ein bisschen mehr. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Inseln. Hier sind noch die Shops. Wir können auch zum Beispiel ganz kurz unsere Haare evolven. Das bedeutet, oh, das ist dann unendlich, glaube ich, ne? Okay, aber da müssen wir, glaube ich, gerade nichts machen. Das haben wir ja, glaube ich, schon gemacht. So, ich würde sagen, Leute, ich mache es jetzt mal ganz kurz so. Ich verkaufe jetzt hier mal ganz kurz wieder mein Zeugs, so. Und habe jetzt direkt schon mal wieder anscheinend was Neues bekommen. Ich kann jetzt hier nämlich einmal das gelbe Shampoo kaufen. Oh, dafür brauche ich aber 500 Coins. Ich würde mal sagen, Freunde, wir kaufen jetzt mal ganz kurz ein paar Coins. Ich würde sagen, hier so 7500, so. Und dann haben wir schon mal ein bisschen Startkapital schon mal. Ich würde mal sagen, hier kaufen wir jetzt schon mal, ich würde sagen, hier einmal ganz kurz das Gelbe, dann das Rote und dann sparen wir jetzt mal ganz kurz auf das Blaue. Und Leute, guck mal, wie das aussieht. Ey, das sieht ja so verrückt aus. Wir haben jetzt endlich mal einen roten Kopf, Leute. So wie ich das quasi auch haben möchte. Und irgendwie kriegen wir auch jedes Mal so ein paar neue Sachen, glaube ich, dazu. Ne? So hier. Ja, so, einmal hinspringen. Okay, wie unser Kopf einfach aussieht. Ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen mehr Pets. Kann das angehen? Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Haustiere. Und diese Haustiere kriegt man auf jeden Fall da hinten. Und das wär, die werde ich auf jeden Fall direkt mal jetzt holen hier, die Haustiere. Aus dem Weg jetzt hier. Und zwar kosten die jetzt anscheinend gerade 1000 Münzen. Ja, komm, ich hole mir mal ganz kurz dreimal Haustiere. Und zwar einmal kaufen und mal gucken, was haben wir drin, Leute. Was haben wir drin? Was haben wir drin? Was haben wir drin? Was haben wir drin? Wir haben jetzt hier ein Foxy. Okay, was ist jetzt das noch hier? Ich kann jetzt noch mal ein weiteres Haustier kaufen. Ich kaufe jetzt mal 3 Stück, okay? Also noch 2, beziehungsweise nach dem noch 1. Und diesmal haben wir jetzt ein Kitty. Okay, und dann noch mal als letztes Haustier. Bin ich jetzt mal gespannt hier. Was haben wir jetzt gleich am Start? Oh, Leute, ich bin gespannt. Ich bin gespannt und oh, ein Bunny. Okay, naja, die sehen jetzt auf jeden Fall, glaube ich, nicht so heftig aus. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, was bringen die so. Foxy bringt uns 1,3 mehr. Bunny so wenig und Kitty auch nur so wenig. Ja, also ich glaube, die waren jetzt nicht so besonders gut, Freunde. Aber nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz wieder unsere Friese verkaufen. Weil dann kriegen wir wieder ein bisschen mehr Geld. Und das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, hier vorne hatten wir, glaube ich, gerade nochmal... Leute, guck mal, wir können hier einen Spin machen. Okay, komm, ich mache jetzt mal ganz kurz einen Spin. Und es dreht sich. Mal gucken, was wir bekommen, Leute. Doppelten Coin-Boost für 5 Minuten. Oh mein Gott, Leute, das ist voll gut. Wir haben jetzt doppelten Coin-Boost, wenn wir Sachen verkaufen. Hier kriegen wir zum Beispiel auch nochmal ganz kurz, was, 13.000 Coins? Achso, wenn man in die Gruppe reingeht. Achso, ja gut, okay, das wollen wir natürlich nicht. Aber ich kriege jetzt gerade einfach mal doppelte Coins. Und oha, ich kriege jetzt mal auch voll viel Coins, ne? Guck mal, jetzt hier, zack, Leute. Wie direkt 18.000.
Okay, das ist schon mal sehr, sehr cool. Ich glaube, wir können es jetzt mal so machen. Ich kaufe jetzt mal hier das Shampoo für 10.000. Danach muss man ein Shampoo holen für 50.000. Ist auf jeden Fall auch ordentlich, ne? Hier können wir zum Beispiel mal ganz kurz auch ein bisschen am Strand rumspielen, Leute. Und wir können auch sogar hier hochklettern. Ich will wissen, was bringt das jetzt. Oh, okay. Hä? Ich habe gerade irgendwas eingesammelt. Ich weiß zwar gerade nicht was, aber ich habe gerade irgendwas eingesammelt. Yeah! Okay, pass auf. Hui! Ich glaube, wenn wir jetzt, können wir hier auch auf die Palme gehen? Nein, leider nicht. Aber wir können dann direkt hier auf die Wolke und dann kriegen wir wieder neue Münzen und die bringen uns auch wieder ein bisschen mehr Geld. Das ist schon mal wieder sehr, sehr gut, Leute. Das ist sehr, sehr gut. So, kann ich mir jetzt hier schon wieder ein neues Ei kaufen? Ich glaube, gerade noch nicht. Aber ich könnte jetzt mal probieren, hier langsam auf eine neue Insel zu kommen. Weil dann kriegen wir, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Geld. So, das heißt, hier springe ich jetzt gerade mal von Wolke zu Wolke. Oh, okay, sehr, sehr gut wieder. Hier direkt zur nächsten Wolke. So, Leute, wir kommen auf jeden Fall echt gut voran. Wir müssen nur aufpassen, irgendwie ist unser Kopf, der sieht so groß aus, ne? Also das ist echt, beziehungsweise unsere Haare sehen so groß aus. So hier, kann ich nochmal hier rauf, genau, jetzt kann ich hier rauf, okay. Wir kommen immer näher zu der einen Insel, Leute, das ist sehr, sehr gut. So, ich muss hier nochmal ganz kurz hin. Oh, und jetzt auf die Insel rauf, yeah! Okay, wir sind schon mal auf der Garteninsel gelandet. Und hier kann ich anscheinend die Kiste einsammeln, kriege einfach 36.000 Coins und kann jetzt hier sogar noch verkaufen, Leute. Ich habe jetzt 100.000 Coins bekommen und ich kann jetzt hier zurückgehen und kann jetzt hier, glaube ich, wo war das? Ich glaube, genau hier kann ich jetzt nämlich ganz kurz ein neues Shampoo kaufen für 100.000, Leute. So, hier seht ihr das Pink, nee, das Purple Shampoo. Oh, kann ich mir, oh, 50.000 kostet das, okay. Und dann kann ich mir zum Beispiel noch hier von dem anderen Geld, ich glaube, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen was sammle, ich habe ja noch diesen Coin Boost, den habe ich auch nicht vergessen, ne. Dann kann ich mir nämlich, glaube ich, gleich ein Haustier kaufen für 100.000. So, deswegen, ich glaube, das mache ich jetzt mal ganz kurz. So, hier ganz kurz wieder rein. Und ja, jetzt habe ich genau 100.000. Jetzt kaufe ich mal ganz kurz ein neues Haustier, Freunde. Ich möchte mal wissen, was das bringt in diesem Golden Eye. So, jetzt haben wir hier nämlich einmal... wenn wir jetzt so ein Tier 4 Haustier bekommen, wäre schon sehr heftig, Leute. Also ich bin zufrieden mit Tier 2, muss ich sagen. Damit bin ich zufrieden, mit Tier 2. Okay, Polarberry. Ist in Ordnung, Freunde. Ist in Ordnung, muss ich sagen. Mal gucken, können wir den auch equippen oder müssen wir dafür jemand anders... nein, okay, wir müssen jetzt anscheinend jemand anders dafür wegmachen. Dann muss leider Kitty dran glauben und dann nehmen wir Polarberry. Und Foxy war bis jetzt echt am besten, ne? Okay, das ist echt verrückt. Aber na gut, Freunde. So, unser Coin Boost hält auf jeden Fall noch ein bisschen an, glaube ich. Ein paar Minuten. Und deswegen nehme ich mir mal ganz kurz hier wieder hier ganz kurz die Münzen. Dann noch einmal ganz kurz die Münzen. Und dann kann ich mir hier vorne nämlich mal ganz kurz das verkaufen. Zack. Und jetzt kann ich mir, glaube ich, gleich das neue Shampoo kaufen. Oder kostet das 550.000? Ich glaube, es war 150.000. Ne? Kann das angehen? Deswegen, ich gucke nochmal ganz schnell nach, ob das 150.000 war. Deswegen ganz kurz hier Shampoo kaufen. Und es... Tatsache, es kostet 150.000, Leute. Okay, dann werden wir noch mal ganz kurz hier eine Sekunde noch mal ganz kurz hier die Coins einsammeln. So, und dann werde ich mir direkt mal hier das neue Shampoo holen, Freunde. Und zwar genau hier. So, 169.000 haben wir jetzt. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier hin. Kaufen uns das neue Shampoo, das pinke Shampoo. Und jetzt kann ich hier ganz entspannt, Freunde, erstmal nochmal hier die Münze einsammeln, ne? Und dann kann ich hier, 17.000 kriegen wir denn jetzt schon. Das ist echt gut, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt kann ich nämlich hier hingehen zu dem Garten. Und kann jetzt hier von hier aus quasi wieder nach oben, Leute. Und, okay, ich brauche noch ein bisschen mehr. Das ist nicht so schlimm, Leute. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Okay, auch noch ein bisschen mehr, damit ich quasi... Okay, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen was bekommen, Leute. Ich muss, meine Haare müssen noch größer werden. So, komm schon. Wir haben es fast geschafft. Oh, komm schon. Ich möchte nur bis da oben hin, Leute. Es kann nicht so schwer sein. So. Oh, immer noch nicht, leider. Immer noch nicht. Es kann nicht angehen. So, jetzt aber. Nein, wir waren... okay, wir waren da nur ganz kurz drin. Okay, das ist gut zu wissen. Wir waren da nur ganz kurz drin, aber jetzt soll ich das eigentlich nach oben schaffen. Sag mal. So, jetzt soll ich das da unten nach oben schaffen. Genau. Okay. Oh. So, Leute. Jetzt haben wir schon mal unsere Frisur so groß und jetzt sollten wir... Ne, wir schaffen es immer noch nicht, ne? Okay. Ich muss leider ganz kurz mal verkaufen gehen hier. Habe jetzt mal 400.000 Coins bekommen. Oh mein Gott. Okay, pass auf. Ich gehe nochmal ganz kurz hier nach unten, Leute. Und guck mal, was ich mir mit 400.000 Coins so alles kaufen kann. Weil 400.000 Coins... ist schon sehr, sehr viel, muss ich sagen, ja. Das ist schon sehr, sehr viel, Leute. So, deswegen gehe ich mal ganz kurz hier hin und kaufe jetzt nochmal hier neues Shampoo für, man braucht 500.000. Okay, ich gehe nochmal ganz kurz hier zurück zu verkaufen. So, verkauft. Jetzt kann ich mir nämlich neues Shampoo kaufen für 500.000. So, und dann kriegen wir statt 1.300, kriegen wir jetzt jedes Mal 4.000, Leute. Das ist halt echt schon richtig krass, ne. Wir haben auch sogar gerade weiße Haare. Wie cool ist das denn? Wir haben einfach weiße Haare, Leute. Jetzt kann ich hier auf jeden Fall ganz entspannt wieder hochgehen und kann mal auf jeden Fall wieder ein paar Münzen einsammeln jetzt hier. Oh, da kriegen wir auch hier erstmal richtig viel Geld, ne? Sehe ich gerade. Wir müssen, glaube ich, echt mehr Münzen einsammeln, Leute. Die Münzen bringen ja mal extrem viel Geld.
Guck mal, hier sind immer alleine schon zwei Münzen, die ich einsammeln kann. So, dann haben wir hier wieder nochmal eine Münze. Alter, wir bringen ja so viel Geld allein nur durch Münzen, Leute. So, oh, okay. Ich glaube, jetzt sollte ich auf jeden Fall das auch easy schaffen, hochzufliegen bis in den anderen Bereich, jetzt hier zu den anderen Wolken. So, oh ja. Oh ja, easy going, Leute. Easy going. Ah, okay, vorsichtig. So, warte. Okay, und jetzt springen, ja, auf die Wolke. Sehr, sehr gut. Habe ich jetzt hier, ja, es soll jetzt zu der Wolke hingehen. Dann zur, wo ist die jetzt? Ah, nein. Okay, vorsichtig. Ja, ah, nein, nein, nein. Jetzt aber. Jawohl, okay. Jetzt müssen wir zur nächsten Wolke hin, hier hin. So. Nein, nein. Nein! Nein, Leute, ich falle gerade schon wieder ganz runter. Das kann... Oh nein, oh Mann. Oh nein. Oh Gott. Okay. Kann ich mir jetzt hier direkt schon ein neues Shampoo kaufen, Leute? Ich guck mal ganz kurz hier, neues Shampoo. Das kostet 1,6 Millionen. Okay. Das ist schon sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Dann kaufe ich mir einmal ganz kurz hier ein Haustier, Leute. Für uns, genau, für 1 Million. Ich bin jetzt mal gespannt, was wir jetzt hier für ein Tier bekommen. Wenn wir jetzt hier ein heftiges Tier bekommen, wäre echt sehr, sehr wild, Freunde. Wir haben jetzt hier einmal Tier 3. Swarny. Toll. Ich glaube, wir kriegen jetzt hier so ein richtig heftiges Tier und der bringt 1,7. Wow, Leute. Bringt einfach fast gar nichts. Toll. Aber, na gut. Ich denke mal, ich würde sagen, Freunde, wir machen auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter, dass wir quasi die nächste Insel freischalten. Wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Check eins in meinem Video aus. Einmal draufklicken und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.